Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Nachdenkzeiten. Hat nicht ganz so geklappt. Ich wollte zum Intro das Lied von Lisa Fitz, Journalist, ganz frisch und taufrisch, nochmal spielen. Bitte anschauen auf den Nachdenkzeiten mit Text. Es lohnt sich. Bevor es hier in Medias Res geht, wollte ich nur eine Pflicht nachkommen. Wir sind hier bei einer internen Veranstaltung des Gesprächskreises Hamburg, der Nachdenkzeiten, und ich habe bisher keine Anmeldungswünsche von Medienvertretern gehabt. Ich muss deshalb hier fragen, ob Medienvertreter hier sind. Dann würde ich gerne, ich sehe keine Wortmeldung, gehe ich mal davon aus, dass auch keiner da ist. Es ist den Umständen geschuldet, dass wir solch eine Ausnahme machen, denn im Grunde nach suchen wir ja den Kontakt. Aber hier ist auch der Wunsch des Gastes heute ganz wichtig, der nämlich zurzeit in heftigen Auseinandersetzungen mit den Mainstream-Medien ist. Lassen Sie mich ein paar Vorbemerkungen machen, bevor ich dann zum Thema komme. Mein Name ist Udo Fröhlich, bin Mitglied, Moderator, Ansprechpartner des Gesprächskreises Hamburg, der Nachdenkzeiten. Und ich darf Sie heute Abend hier durch den Abend führen oder wie immer man das nennt, Sie begrüßen und so weiter. Die Knüppelei und Hartgummischießerei der Polizei geht weiter, brutaler denn je. Es ist, als wollte man geradezu Bilder eines Bürgerkriegs produzieren, vielleicht auch nicht nur Bilder. Und Journalisten, die uns über eindeutig unverhältnismäßige Polizeigewalt informieren, die sind in Deutschland Mangelware. Seit den Gelbwesten, also 2018 nur als Beispiel, gab es 236 ARD-Brennpunkte. 113 haben sich mit dem Thema Corona beschäftigt, 35 zum Thema Ukraine-Krieg und nicht ein einziger Brennpunkt zu den sozialen Kämpfen und den brutalen Polizeiaktionen in unserem Nachbarland. Null. Wenn berichtet wird, dann tendenziös, und Ausnahmen bestätigen die Regel. Und Arte TV, auf das man ja gerne dann verwiesen wird, wo durchaus viel offener berichtet und diskutiert wird, schlummert den Nischenschlaf von 1,2% Reichweite in Deutschland. In Frankreich sind es 2,9%. Wer sich als Linker versteht, darf den Blick auf soziale Kämpfe jenseits nationaler Grenzen nie verlieren. Den Kämpfen der Franzosen sollte unsere uneingeschränkte Solidarität gelten. Ich denke, dieses gehört an den Anfang einer jeden politischen Veranstaltung in Deutschland aktuell. Jemand, der sich die Journalismusdefinition George Orwells zu eigen gemacht hat, nämlich gerade das zu berichten, was andere nicht wollen, dass es berichtet wird, ist Julian Assange. Es ist ein Skandal, dass er, so die offenkundige Entscheidung der Regierungen und Behörden in den USA und dem United Kingdom, in menschenverachtender Foltergefangenschaft verrecken soll. Ich sage das so deutlich. Mit ihm sitzt der Journalismus in Haft. Deshalb sagen wir Free Julian Assange. Und am Samstag, den 3. Juni, findet hier im Rudolf-Steiner-Haus ein großes Solidaritätskonzert statt. Merken Sie sich diesen Termin der Freunde von Hamburg vor Assange bereits vor, im großen Saal hier. Julian Assange ist insbesondere deshalb zum personalisierten Bösen der US-Amerikaner geworden, weil er mit Collateral Murder ein Video vom zynisch kaltblütigen Mord an Zivilisten, darunter Kinder und zwei Reuters-Journalisten, veröffentlicht hat. Ein Video, das uns vor Augen geführt hat, wie aus der Ferne, ob per Hubschrauber oder ferngesteuerter Drohne, seit den Tagen des Friedensnobelpreisträgers Barack Obama fast täglich gemordet wird in zig Staaten ohne jede, auch nicht völkerrechtliche Legitimation. Nicht nur die Inhaftierung des Australiers, auch dieses Töten, unter anderem mit quasi deutscher Hilfe über die Relaisstation in Ramstein, muss ein Ende haben. Dieses Bild vom Urteilen und Hinrichten aus der Ferne, quasi am Bildschirm per Mausklick, hat unser heutiger Gast Patrick Barb dieser Tage in einem Interview übertragen auf den Schreibtischjournalismus, der fern
jeder vor Ort Recherche urteilt und sozial hinrichtet, auch der Klickzahlen und des Kommerzes wegen. Diesen Vergleich hast du gezogen, ich fand ihn sehr treffend. Er selbst ist aktuell Zielscheibe solcher Schreibtischschützen und hat sich kürzlich in erster Instanz erfolgreich gegen üble Nachrede und den Entzug des Lehrauftrags an der Kieler Christian-Albrechts-Universität gewährt. Er ist seit 50 Jahren Journalist und dazu studierter Politikwissenschaftler. Er begann in seiner Heimat beim Saarländischen Rundfunk und steht noch heute in den Gehaltslisten des NDR, kurz vor seiner verdienten Rente, in einer passiven Phase des ausklingenden Arbeitsverhältnisses. Ich hoffe, ich habe das richtig formuliert. Für den NDR hat er einige Dokumentarfilme gedreht, vor allem rund um den bisher bis heute unaufgeklärten Tod des früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel. Das Buch, das Patrick Barth mit seinem politisch eher konservativen US-Kollegen Robert Harkavy zu den Todesfällen von Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby, dem Ex-CIA-Chef, geschrieben hat, hat er vor Wochen genau 5 Jahren in unserem Kreis in Hamburg hier vorgestellt. Sie können es heute noch von ihm signieren lassen, sofern Sie sich eines der Exemplare, übrigens in erweiterter Neuauflage, hier erwerben. Am Büchertisch ist es zu haben. Also Zwinker-Smiley Büchertisch. Wir haben Patrick Barth aber heute nicht zu einer Buchlesung eingeladen. Sein Buch zum Ukraine-Krieg mit dem Arbeitstitel Blutige Erde, Ukraine, Reisen ins Kriegsgebiet ist schon beim Verlag fast druckreif. So es erscheint, werden wir ihn erneut als Gast bei uns haben. Wir haben uns schon einmal Donnerstag, den 28.09.2023 vorgemerkt. Sofern das mit dem Verlag klappt, sind Sie herzlich eingeladen, zu dieser Lesung zu kommen. Heute ist er hier wegen seiner Erfahrung während seiner 2er Recherchereisen in die West- und Ostukraine und vor allem wegen der Reaktion der deutschen Medien und der beiden Universitätsstädte, an denen er Studenten bereits seit vielen Jahren in praktischem Journalismus ausbildet und nun dazu nicht mehr geeignet sein soll. Eins muss ich anfügen, freihändig. Ich fand toll bei der Gerichtsverhandlung, dass der Richter an die Universität, die CAU in Kiel, zwinkernd sagte, er finde das schon komisch, dass Patrick Barth 23 Jahre übers Recherchieren lehren durfte und jetzt kritisiert wird für eine Recherchereise. Das war so der kleine Hinweis an die beklagte Seite, doch beizudrehen. Aber man darf gespannt sein auf das schriftliche Urteil, weil es möglicherweise weitergeht in die nächste Instanz. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Patrick Barth. Patrick, du hast das Wort. Komm herbei. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank, lieber Udo, und Ihnen auch allen, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich sehr, wieder in Hamburg sein zu können. Ich habe ja mal gewohnt beim Bahrenfelder Steindamm. Aber der NDR hat es nicht gut mit mir gemeint und mich zurückversetzt nach Schleswig-Holstein. Ich möchte Ihnen ein bisschen etwas erzählen, das heißt Im Propagandakrieg. Und das geht so. Am 25. September vergangenen Jahres stehe ich am Fenster des Hotels Park Inn in Donezk in meinem Zimmer im 5. Stock. Ich beobachte, wie eine Artilleriegranate ein Wohnhaus trifft. 800 Meter von mir entfernt kracht ein Teil einer Fassade herunter. Etwa zur gleichen Zeit erreicht mich eine Textnachricht von T-Online. Der Redakteur Lars Wienand will wissen, ob ich ein Wahlbeobachter bei den Referenden in den von Russland besetzten Gebieten bin. Ich befinde mich auf einer von mehreren Recherchereisen in die Ukraine und nach Russland. Ich stelle klar, dass ich einer Journalistengruppe angehöre. Offenbar hat er nur pro forma gefragt, denn mein Dementi hat ihn nicht weiter interessiert. Was jetzt kommt, ist ein Sittenbild des selbsternannten Qualitätsjournalismus und der akademischen Leitkultur. Ich muss deshalb ein wenig von mir erzählen. Aber eigentlich geht es um Sie, um Ihre Meinungs- und Informationsfreiheit, um Ihre Freiheit von Forschung und Lehre. Es geht um Artikel 5 Grundgesetz.
Es geht darum, wie im Dienst der Propaganda Schreibtischtäter versuchen, öffentliche Meinungen zu zensieren, akademisches Leben politisch zu säubern und Existenzen zu vernichten und so ein Exempel zu statuieren, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam zu erzwingen. Bei Ihnen allen. Während mein Begleiter und ich im Donbass Milizen, Scharfschützen, Artilleriegranaten und Minen zu entgehen suchen, blasen Sitzredakteure in Deutschland zum publizistischen Angriff. Ein Wahlbeobachter sei ich gewesen bei Putins Scheinreferenten, ein Apologet des Kremls, ein Journalist auf politischen Abwegen, alles Zitate. In der Folge kündigen die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und die Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin meine Lehraufträge. Sie fallen auf eine Falschmeldung herein, die fabriziert worden ist, damit jemand darauf hereinfällt. Denn solche Denunziationskampagnen, für die T-Online bekannt ist, wirken nur, wenn andere mitmachen. Geprüft hat niemand. Dies verweist auf den Kotau akademischer Eliten vor der Macht. Und hier die Fakten. In Lugansk und Donetsk habe ich auf Bitte der örtlichen Behörden an zwei Pressekonferenzen teilgenommen. Das habe ich auch bei Recherchen im Kosovo-Krieg 1999 oder in Afghanistan 2002 gemacht. Übrigens auch völkerrechtswidrige Angriffskriege. Mandate des UN-Sicherheitsrats lagen nicht vor. Dadurch habe ich unter anderem deutsche Soldaten bei ihren Einsätzen begleitet, nahm an militärischen Briefings und Pressekonferenzen teil, habe dort auch selbst das Wort ergriffen, meinen Rechercheauftrag erläutert und über meine Erfahrungen berichtet. Das ist allein schon deswegen nichts Ungewöhnliches, weil alle Beteiligten in einem Kriegsgebiet darauf angewiesen sind, sich etwa darüber auszutauschen, wo Minen noch nicht geräumt wurden oder versprengte Freischärler unterwegs sind. Jeder, der wie ich einmal in ein Minenfeld hineingeraten ist, bei Orawatz, in ein Wäldchen, oder unter Beschuss gelegen hat, bei Prizren, weiß um die Bedeutung solcher Abstimmungen. Damit war ich in der KFOR embedded. Niemand wäre auf die Idee gekommen, mir dies zur Last zu legen oder gar zu behaupten, ich könne nicht unabhängig berichten, würde gar KFOR-Propaganda verbreiten oder einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg rechtfertigen. Wie gefährlich solche Recherchen sind, hat mein Aufenthalt in Donetsk wieder gezeigt. Unser Hotel wurde aus Mariinka, etwa 30 Kilometer weg, mit schwerer Artillerie beschossen. Eine 155mm Granate hat das Park-In und mein Zimmer in der 5. Etage nur knapp verfehlt. Unser lokaler Begleiter und Fahrer Yevgeny ist 6 Wochen später durch HIMARS-Raketenbeschuss getötet worden. Informationen auszutauschen, auch über die Stimmung in der Bevölkerung zum Beispiel, ist in einem Kriegsgebiet geradezu eine Überlebensfrage. Deshalb rede ich auch mit Russen. Als Journalist rede ich ständig mit Menschen, die anderer Herkunft oder anderer Meinung sind. Das ist Kern meiner Arbeit. Damit mache ich mich nicht gemein mit ihnen. So werden Informationen recherchiert. Darüber hinaus wäre niemand auf die Idee gekommen, beispielsweise Peter Scholl-Latour, der im Vietnamkrieg 1973 als erster auf der Seite des Vietcong gedreht hat, vorzuwerfen, er verbreite kommunistische Propaganda. Die Reporterin Martha Gellhorn hat 8 Kriege überlebt, Spanien 37, Finnland 39, China 1940, Italienfront 43, Invasion in der Normandie 44, Vietnamkrieg 66, 6-Tage-Krieg 1967, El Salvador 1980. Im Zweiten Weltkrieg war sie ebenfalls embedded in die US-Streitkräfte, im Range eines Hauptmanns. Niemand ist je auf die Idee gekommen, ihr einseitige Berichterstattung vorzuwerfen. Eine Berichterstattung aus einem Kriegs- und Krisengebiet ist ohne Kontakt zu den Akteuren schlechterdings nicht möglich, auch dann, wenn sie Blut an den Händen haben. Und noch etwas. Dieser Krieg wird am Verhandlungstisch beendet. Oder wir fliegen alle in die Luft. Da darf man sich an den Gedanken gewöhnen, mit Russen zu verhandeln. Seit 25 Jahren spreche ich mit Menschen aus Russland. Darunter sind Mitarbeiter der Regierung genauso wie Oppositionelle. Auf beiden Seiten der Front, in Russland und in der Ukraine, habe ich Freunde. Aus Russland bringe ich seit mehr als 20 Jahren Filme mit, die sich kritisch mit Missständen in Putins Staat auseinandersetzen.
Der Schweizer Infosperber und das kanadische The Post Hill Magazine haben sich mal die Mühe gemacht, diese Beiträge zu verlinken, sodass sie jeder wieder einsehen kann. Meine Recherchen in Russland haben mir zwei unangenehme Begegnungen mit dem Inlandsgeheimdienst FSB angebracht. Einmal sind wir der Verhaftung knapp entgangen. Für diese Vorgänge gibt es Zeugen. Es ist einigermaßen dreist, wenn Schreibtischtäter in Universitäten oder Sitzredakteure in Online-Medien, die von den Zuständen in Kriegs- und Krisengebieten keine Ahnung haben und mit eigenständigen Rechercheergebnissen noch nicht weiter aufgefallen sind, mir, der ich für unabhängige Informationsgebung den Kopf hingehalten habe, Propaganda vorwerfen. Sie sollten zunächst einmal genau hinhören, damit ihnen der eigene Kopf nicht von Propaganda verdreht wird. Zu Beginn der Pressekonferenz habe ich deutlich gemacht, dass ich nicht als Wahlbeobachter spreche, sondern als Journalist für ein Buchprojekt recherchiere. Das hat Sergei Filbert korrekt ins Russische übersetzt. Wir waren ordnungsgemäß akkreditiert. Die Planung der Reise hat bereits im Frühjahr 2022 begonnen. Da war von Referenten noch keine Rede. Der Termin wurde uns 3 Tage zuvor in Moskau mitgeteilt. Die Recherchereise wurde von uns selbst bezahlt. Irgendwelche Bestechungsangebote erhielten wir nicht. Im Kriegsgebiet konnten wir uns völlig unabhängig bewegen. Die örtlichen Militärbehörden haben keine Auflagen gemacht. Während der Pressekonferenz habe ich dargelegt, dass dieses Referendum den Anforderungen an eine freie und geheime Wahl nicht entspricht. Ich habe allerdings auch erklärt, dass die Ergebnisse die Stimmung der Bevölkerung abbilden. Denn der Donbass wird seit 2014 von der ukrainischen Armee beschossen. Es gab nach UN-Angaben mehr als 14.000 Tote. Aus diesem Grund geriet die Bevölkerung in die Opposition zur Regierung in Kiew. Wenn beispielsweise Hamburg aus, um einen beliebten Vorort zu nehmen, Pinneberg beschossen würde und hätte in den vergangenen 8 Jahren mehr als 14.000 Tote, da würden vielleicht die in Altona sagen, lass uns das doch lieber wieder mit den Dänen machen. Was haben wir denn hier mit den Deutschen am Hut? Das war alles für die journalistischen Satrappen der Machteliten zu viel. Die Wahrheit über den Donbass darf deutsche Wohnzimmer nicht erreichen. Sie könnten die Propagandanarrative unterlaufen. T-Online präsentierte mich als Wahlbeobachter, obwohl ich deutlich erklärt habe, dass ich keiner bin. Das Portal insinuierte, Putins Angriffskrieg sei mir wohl egal. Dagegen bin ich gerichtlich vorgegangen. Mögen mich russische Medien als Wahlbeobachter bezeichnet haben, es wäre die Aufgabe von T-Online gewesen, den Vorgang zu prüfen. Medien, meine Damen und Herren, sind ein Filter, der aussieht wie ein Fenster. Und im Journalismus reicht es nicht, am Schreibtisch zu sitzen und in den Computer zu gaffen. Denn im Internet findet sich nur, was jemand anders hochgeladen hat, nach eigener Auswahl, nach eigenen Interessen. Wer das weiß, sucht eine Referenzquelle in der realen Welt. Sie wäre leicht zu finden gewesen. Ein Anruf bei der laut Verfassung zuständigen Zivilkammer der Russischen Föderation hätte genügt. Die Kontaktdaten finden sich auf der Website. Schickt mir mal eine Liste eurer Wahlbeobachter. Keine Angst, Deutsch ist in Russland eine sehr populäre Frontsprache, zur Not hilft auch Englisch. Vermutlich hätte das Media Center auf seine Website verwiesen. Dort findet sich eine Pressemitteilung vom 29. September 2022 über ein Hearing von der Zivilkammer in Moskau mit allen Wahlbeobachtern. Ich war weder Teilnehmer des Hearings, noch werde ich in der Pressemitteilung genannt. Zeitaufwand für eine solche Gegenrecherche, vielleicht 15 Minuten. Wer Angst hat, mit Russen zu reden, hätte auch meinen Namen in eine Suchmaschine eingeben können. Er wäre auf meine Website patrickbarb.de oder das Portal Vimeo gestoßen. Darüber sind meine Reportagen aus Russland einsehbar. Aufwand dieser Bemühungen? Vielleicht 10 Minuten. Doch T-Online hat auf eine zweite Quelle in der realen Welt verzichtet und damit seine Sorgfaltspflicht verletzt. Ad acta gelegt wird auch der handwerkliche Grundsatz et audiatur altera pars. Auch die andere Seite muss gehört werden, weswegen ich auf beiden Seiten der Front recherchiert habe. Klickzahlen sind wichtiger als sauberes Handwerk. Das alles zeigt, dass es offenbar nicht um Recherche ging, sondern um Denunziation. Denn solche Denunziationskampagnen sorgen für Klicks
und steigern damit die Werbeeinnahmen. Umso eiliger hatte es T-Online, bei den genannten Universitäten anzurufen. Die Darstellung des Journalisten Helge Buttgereit trifft es wohl, Zitat. Der Journalist erfährt von Barths Anwesenheit vor Ort, recherchiert in dessen Umfeld und stellt eine Presseanfrage an die Berliner Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft. Wissen Sie, was Ihr Lehrbeauftragter da treibt? Bei den Scheinreferenten, der legitimiert die doch. Finden Sie das gut? So könnte es gewesen sein. Wie genau, spielt keine Rolle, denn laut eigener Aussage telefoniert die Hochschule mit dem Delinquenten, der durch seine bloße Anwesenheit am falschen Ort zur falschen Zeit zu einem solchen gemacht wurde. Und dann wird eine Stellungnahme eiligst auf der Homepage veröffentlicht. Tenor, wir verurteilen und trennen uns. Unterdessen ist der Artikel im Netz erschienen. Autor Wienand kann den Vollzug seiner Mission gleich mit einbauen. Online lässt sich vieles rasch ändern. Der Anruf der HMKW ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten. Wir stehen am Rande der grauen Zone und sind direktem Beschuss gerade entgangen. Die Leitung ist voller Störgeräusche. Ich höre nur, wir werden uns scharf von Ihnen abgrenzen. Was Sie da vor Ort sehen, ist Scheinobjektivität. Dass die Granaten, die uns gerade um die Ohren geflogen waren, nur zum Schein abgefeuert wurden, darauf wäre ich von alleine nicht gekommen. Jemand, der bestenfalls Zeitungswissen hat, will per Ferndiagnose aus einer Distanz von 2100 Kilometern die Wahrheit im Kriegsgebiet kennen. Das wäre auch für Osteuropa-Experten eine Herausforderung. Aber der Kanzler der HMKW, Roland Freitag, ist kein Osteuropa-Experte. Sein Fach ist die Psychologie. In seinem Fachgebiet nennt man sowas eine Projektion. In der Pressemitteilung der HMKW wird mir vorgeworfen, ich hätte die Scheinreferenden legitimiert und mich zum Feigenblatt der Aggressoren gemacht. Mit den Grundprinzipien der HMKW sei es unvereinbar, mich weiter zu beschäftigen. Wenn aber eine Recherche vor Ort die örtlichen Machthaber legitimiert, dann darf die Presse die Propaganda der Kriegsparteien gar nicht mehr an der Realität prüfen und wird darauf beschränkt, deren Propagandalügen weiter zu verbreiten. Denn nur vor Ort ist etwas möglich, was am Schreibtisch und damit in Redaktionen oder in Akademien gar nicht geht. Die Realitätsprobe. Was Freitag sagt und tut, wie sich auch die Christian-Albrechts-Universität verhält, ist also ein Angriff auf die Pressefreiheit und ein Versuch indirekter Zensur. Ganz abgesehen davon, dass Journalisten dann auch nicht mehr über Missstände und Gesetzesverstöße in Russland berichten dürften, wie ich es getan habe. Das bedeutet, diese Universitäten tragen die Desinformation einer Kriegspartei mit und werden damit selbst zur Kriegspartei. Sie verstoßen damit gegen Artikel 5 Grundgesetz und die im Grundgesetz verankerte Meinungs-, Forschungs- und Lehrfreiheit. HMKW-Kanzler Roland Freitag war ein angepasster DDR-Bürger, ein Mitläufer des SED-Systems. Dann kam die Wendezeit und er wechselte die Rolle. Nun machte er sich stark für die Demokratie und beschwor die neuen Freiheiten. So kam er als Wendehals bis ganz nach oben. Er war einer der Redner bei der großen Demo am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz, die den Anfang vom Ende des SED-Staats einläutete. Ein Wendehals aus der DDR wie Roland Freitag will mir, der ich nachweisbar in unterschiedlichen Systemen widerständig gewesen bin, aus der Ferne die Wirklichkeit erklären, die ich gerade vor Ort recherchiere. Dieses Verhalten gehört ins Lehrbuch des vorauseilenden Gehorsams. Denn hier haben wir es nicht nur mit einem sachfremden Besserwisser zu tun, sondern mit dem Primat der Propaganda, wenn auch der westlichen. Herr Professor Freitag hat offenbar im SED-Staat viel gelernt, vor allem sein Fähnlein in den Wind zu hängen. Die Haltung ist, wenn die herrschende Meinung nicht zur Realität passt, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Auch die Universität Kiel hat meinen Lehrauftrag sofort gekündigt. Im Unterschied zur HMKW war der Lehrauftrag aber bereits ausgefertigt. Dies ermöglichte den Klageweg. Gekündigt wurde im Eilverfahren, denn es drohe Gefahr im Verzug.
Deshalb wurde auf die verwaltungsrechtlich vorgesehene Anhörung verzichtet. Die Christian-Albrechts-Universität sieht ihren Ruf gefährdet, weil ich mir im Donbass die Rolle eines Wahlbeobachters angemaßt oder zumindest diesen Eindruck erweckt hätte. Auch hier keine sachgemäße Prüfung der Falschbehauptung. Der Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Professor Christian Martin, schreibt, so die Verwaltungsakte, die dem Gericht vorliegt: Ich weiß auch nicht, was es im Donbass großartig zu schauen gibt. Das, meine Damen und Herren, ist die Bankrotterklärung jeder Wissenschaft. Denn ihre Erkenntnisse werden an der Realität gemessen. Auch hier, um sachgemäße Prüfung ging es offenbar nicht, sondern darum, sich in Panik vor vermeintlich schlechter Presse zu schützen und sich eilfertig dem herrschenden Meinungsklima zu unterwerfen. Es ging nicht um Erkenntnis, sondern um Bekenntnis. Bekenntnis zu einer Kriegspartei der Ukraine und der NATO. Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Wenn es um den Ruf der Universität Kiel geht, so lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Denn der Heldenmut des Lehrkörpers bei der Verteidigung von Demokratie und Frieden hielt sich vom beginnenden 20. Jahrhundert an in engen Grenzen. Vor und während des Ersten Weltkriegs herrschten Hurra-Patriotismus und antidemokratisch-monarchistische Gesinnung. Man erklärte der Jugend den Sinn des Opfertodes für das Vaterland. Während des Kapp-Lüttwitz-Putsches 1920 wurden an der Universität Kiel bewaffnete Freikorps gebildet, welche die Weimarer Republik niederkartätschen wollten und sich in der Mulius- und der Bergstraße Feuergefechte mit den Verteidigern der Demokratie geliefert haben. Als 1933 die nationalsozialistische Zeitenwende anbrach, da wollten auch Professoren und Studenten der Universität Kiel nicht abseits stehen. Man zog in den Kampf gegen das Eindringen, Zitat, der westlich-liberalistischen und demokratischen Ideen, um so eine neue Einheit aus dem Blute zu schaffen, und bekannte am 3. Mai 1933 vor der Kieler Studentenschaft: Die Geschichtswissenschaft nimmt ihre innerste Berechtigung nur vom Dienst an der Gegenwart, der nationalsozialistischen, versteht sich. Ab 1933 wurden liberale, sozialdemokratische oder jüdische Gelehrte vertrieben, mindestens 38 von 222, nach anderen Darstellungen sogar die Hälfte. Der inzwischen emeritierte Kieler Politikwissenschaftler Joachim Krause rechtfertigte den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg einer USA-geführten Koalition gegen den Irak 2003. Es gelte, Zitat, das System der kollektiven Sicherheit gegen einen Staat zu schützen, der es ganz bewusst darauf anlegt, dieses System zu unterlaufen, um daraus Spielräume zu gewinnen für die erneute Herstellung von Massenvernichtungswaffen. Nur, dass diese Massenvernichtungswaffen nie gefunden wurden und sich entsprechende Behauptungen als Lüge entpuppt haben. Dass ihm dafür die Professur entzogen worden wäre, ist mir nicht bekannt. Da sieht man, wie die CAU mit zweierlei Elem ist. Die Universität Kiel mag viele gute Gründe haben, sich um ihren Ruf zu sorgen. Ich bin vermutlich der Geringste. Roberto Della Puente schreibt, hätte der Journalist Patrick Barb von Eskalationsphobie der Deutschen gesprochen, dürfte er heute noch seinen Lehrauftrag an der Uni Kiel erfüllen. Er hat allerdings Journalismus betrieben. Das ist der schlimmste Vorwurf, den man sich heute einhandeln kann. So wird Journalismus zum Delikt. Die Freiheit von Forschung und Lehre wird durch Political Correctness ersetzt. Und damit ergreift die CAU selbst Partei im Propagandakrieg. Vollends unseriös wird es, wenn die Universität Unbeteiligte mit hineinzieht. Sie weigerte sich, meinem amerikanischen Freund Professor Robert E. H. Carey, anders als in den Jahren zuvor, ein Zimmer im Gästehaus zu vermieten und begründet dies mit dem Hinweis, meine Klage gegen die CAU sei nicht hilfreich. Was hat Robert H. Carey, ein Wissenschaftler, der dieser Uni seit 1983 verbunden ist, mit meinem Rechtsstreit zu tun? Die ausländische Presse sprach von einer Rückkehr der nationalsozialistischen Sippenhaft. Solche Dinge gefährden den Ruf der CAU, nicht meine Recherchen im Donbass.
Harald Welzer und Richard David Precht sprechen vom gesinnungsethischen Überschuss. Zitat. Und die mit Macht und Vehemenz vorgetragene Moral entspringt mitnichten der festen Haltung, die man vermeintlich einnimmt, sondern man moralisiert Opportunismus. Es geht darum, im Strom der herrschenden Meinung mitzuschwimmen. Den dahinterstehenden Habitus hat der Soziologe Pierre Bourdieu als respektvollen Konformismus beschrieben. Respekt natürlich vor den vermeintlich Mächtigen. Beim passenden Kampagnenjournalismus hat T-Online den Bogen raus, mit der Angst vor schlechter Presse überstürzte Reaktionen zu provozieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die vollständige Abwesenheit von sauberem Handwerk und Zivilcourage bei den Angerufenen. Die Eilfertigkeit, mit der sich selbst zu Erfüllungsgehilfen der Kampagne machen, ist ja eigentlich zum Lachen. Man glaubt sich sicher im Schutz der Machteliten. Das ist der Opportunismus der Intellektuellen. Mit demokratischer Öffentlichkeit hat diese Cancel Culture nichts zu tun, denn Demokratie heißt, auch solche Positionen in der Arena der Öffentlichkeit zu Wort kommen zu lassen, die einem nicht gefallen. Aber inzwischen sind viele Akademiker und Journalisten Träger und Promoter identitätspolitischen Denkens. Es zielt darauf ab, spezifische soziale Gruppen in den Mittelpunkt zu stellen und eine höhere Anerkennung dieser Gruppe durchzusetzen. Dabei werden kulturelle, ethnische, soziale oder sexuelle Merkmale eingesetzt. Diese Politisierung der Identität richtet sich gegen den Universalismus der Aufklärung. Es handelt sich also um eine zentrale Diskursfigur der Gegenaufklärung. Die Annahme, dass unterschiedliche Kulturen auf unterschiedlichen Wegen zur Erkenntnis gelangen und Sonderrechte für sich in Anspruch nehmen können, gilt historisch als Vorstufe des Rassendenkens und der nationalen Überlegenheit. Freiheit heißt in dieser Perspektive nicht mehr, in der Debattenarena argumentativ zu überzeugen, sondern sich zu einer Gruppe zu bekennen, die eine bestimmte Haltung aufzeigt. Alle, die sich dem kollektiven Prozess nicht fügen, verlieren damit ihren Geltungsanspruch. Damit sind identitätspolitische Ansätze direkt anschlussfähig an faschistische Denkfiguren. Der Historiker Götz Ali: auch der Nationalsozialismus war eine identitäre Bewegung. Wenn Presseorgane statt Fakten Denunziationskampagnen präsentieren, wenn leitende Universitätsangehörige einen Angriff auf die Presse und damit auf die Meinungs- und Informationsfreiheit starten, wenn Professoren die Freiheit von Forschung und Lehre ohne Not zerschlagen, wohlgemerkt Rechte mit Verfassungsrang, dann darf man getrost von antidemokratischem Denken sprechen. Es verbreitet sich nicht in Zirkeln geistig Minderbemittelter. Vielmehr machen sich Intellektuelle oder das, was davon übrig geblieben ist, Akademiker, zum Treiber des antidemokratischen Denkens. T-Online tritt aus der Rolle des Berichterstatters heraus, wie auch die Verantwortlichen der CAU aus der Rolle des akademischen Diskursteilnehmers herausgetreten sind. Sie werden zu politisch-ideologischen Akteuren im Prozess der Meinungslenkung und Gesinnungskontrolle und damit zum selbsternannten Zensor mit dem Ziel, den öffentlichen Debattenraum auf den staatlich gewünschten Bereich zu verengen, ja, auf den Suppentellerhorizont der eigenen Krämerseele. Große Presseunternehmen tragen für diese Entwicklung ebenfalls Verantwortung. Statt die Ereignisse für ihre Leser angemessen in den Zusammenhang zu stellen, posaunen sie lieber regelmäßig regierungsamtliche Narrative heraus. Was auch immer ihre Motive sind, die Mainstream-Medien setzen die Herrschaft der Propaganda durch welche die Öffentlichkeit fehlinformiert wird. Online-Medien machen meist dasselbe. Es findet in Wirklichkeit sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa eine massive Zensur abweichender Standpunkte auf vielen Ebenen der Gesellschaft statt. Obwohl es kaum möglich ist, die schrecklichen Bilder aus der Ukraine zu ertragen, ohne Ekel und Wut, so ist es doch ein gefährlicher Irrtum, blindem Affekt zu erliegen und sich an das dominierende westliche Narrativ zu klammern. Dieses Narrativ fördert die am stärksten militaristischen und russophoben europäischen Regierungschefs, sowie jene, die sich am wenigsten trauen, der fehlgeleiteten amerikanischen Politik entgegenzutreten.
Dieses Narrativ vernebelt die Sinne der europäischen und amerikanischen Staatsbürger und führt nur zu Hurra-Patriotismus und Kriegshysterie. Bei Anne Morelli kann man nachlesen, wie diese Kriegshysterie durch Propaganda gefördert wird. Auch und vor allem durch jede Propaganda, die von der NATO angewandt wird. Erstens, der Kreml ist an allem schuld. Er hat ja schließlich ein schwächeres Nachbarland überfallen. Wir wollen eigentlich gar keinen Krieg. Zweitens, es handelt sich um einen unprovozierten Angriffskrieg. Der Gegner ist einzig und allein verantwortlich für diesen Krieg. Drittens, Putin ist ein Faschist, ein Schlechter. Der Feind hat die Fratze des Teufels oder zumindest eines Bösewichts. Viertens, in der Ukraine wird für westliche Werte oder die Freiheit gekämpft. Die wirklichen Interessen werden mit ehrenvollen, höheren Zielen drapiert. Fünftens, der Feind begeht absichtlich abscheuliche Kriegsverbrechen, wie in Butscha. Wenn unsere Leute Fehler machen, dann ist es dumm gelaufen. Sechstens, wir haben kaum Verluste, aber der Feind, der hat enorme Verluste. Das hört man nun auf beiden Seiten. Die tatsächlichen Zahlen sind geheim. Siebtens, wir kämpfen für eine gute Sache. Der Gegner muss verlieren lernen. Wir sind ja moralisch im Recht. Achtens, auch Dichter und Denker unterstützen unsere Sache. Neuntens, der Feind setzt international geächtete Waffen ein. Uranmunition, Giftgas, biologische Waffen, Streubomben. Zehntens, wer unsere Propaganda in Frage stellt, ist ein Putin-Versteher, ein Lumpenpazifist, ein Unterwerfungspazifist, ein rechtsoffener Querfrontagitator, ja die fünfte Kolonne Moskaus. In dieses Propagandanarrativ bin ich hineingeraten, denn eines darf auf gar keinen Fall passieren, dass die Wahrheit über diesen Krieg bekannt wird. Deshalb muss der Reporter vor Ort als Feigenblatt der Aggressoren und Unterstützer eines Angriffskriegs hingestellt werden. Das Ziel ist, seine Glaubwürdigkeit durch Denunziation und politische Säuberungsmaßnahmen zu untergraben. Denn auf keinen Fall dürfen die eigenen Schandtaten, die eigene Mitverantwortung, die eigenen Interessen und das Leiden der anderen in die deutschen Wohnzimmer gelangen. Dies würde den Menschen ermöglichen, was die Propaganda unterläuft, die Realitätsprobe. Statt Kriegsbesoffenheit käme dann Ernüchterung. Propaganda funktioniert dann besonders gut, wenn die Menschen selbst keine Kenntnisse haben. Zum Propagandanarrativ gehört es, wesentliche historische Fakten im Zusammenhang mit diesem Krieg auszublenden oder zumindest in den Hintergrund zu drängen. Hier, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sind die wichtigsten. Erstens, die NATO-Osterweiterung bis an die russischen Grenzen trotz anderslautender Zusagen. Zweitens, der Putsch auf dem Maidan und die dafür verantwortlichen Drahtzieher um Victoria Nuland. Drittens, die Prahlerei des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden darüber, wie er mit finanzieller Erpressung die ukrainische Regierung gezwungen hat, einen Staatsanwalt zu feuern, der eine Korruptionsaffäre um ein Energieunternehmen mit Präsidentensohn Hunter Biden im Vorstand ermittelt hat. Viertens, die Produktionsstätten für biologische Waffen in der Ukraine. Fünftens, das neonazistische Azov-Bataillon und ähnliche Organisationen. Es sind etwa 25. Sechstens, die Selbstbereicherung und das geheime Auslandsvermögen von Präsident Zelensky. Siebtens, Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine. Achtens, Zelenskys Gesetze zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und zum Verbot von Parteien. Neuntens, die Repressalien gegen die russisch-orthodoxe Kirche. Zehntens, die endemische Korruption in der Ukraine. Und elftens, die Blockierung eines bereits unterschriftsreifen Friedensabkommens, das zwischen den Kriegsparteien im März in Istanbul ausgehandelt worden war, im vergangenen März 22, wofür es mindestens 6 Quellen gibt. 2 davon waren am Verhandlungsprozess beteiligt. Angesichts dessen beklagt Noam Chomsky den Zusammenbruch des demokratischen Debattenraums. Zitat. Vielleicht sind Teile der intellektuellen Klasse so tief in das Propagandasystem eingetaucht, dass sie die Absurdität dessen, was sie sagen, gar nicht wahrnehmen können.
Wie auch immer, es ist eine drastische Erinnerung daran, dass die Arena des rationalen Diskurses genau dort kollabiert, wo Hoffnung bestehen sollte, dass sie verteidigt wird. Also in akademischen Kreisen. Denunziationskaskaden, ausgelöst von akademischen und medialen Netzwerken, im Bunde mit Influencern auf Twitter, Facebook, Instagram und so weiter, haben im Ergebnis ein Ziel, die wirtschaftliche Existenz der Zielperson zu zerschlagen. Hier geht es also nicht um eine demokratische Diskussion, sondern genau das Gegenteil, die Verhinderung demokratischer Diskurse über strukturelle Gewalt. Den Kritikern der NATO-Propaganda soll die Existenzgrundlage entzogen werden. Dabei dreht es sich nicht um Einzelfälle, vielmehr soll immer ein Exempel statuiert werden. Ziel ist, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam zu erzwingen. Initiiert wird dies im Kern von Staaten oder supranationalen Organisationen wie der EU, aber auch staatlich geförderten Einrichtungen. Treiber sind aber die ökolibertären und militaristisch-konservativen akademischen Milieus. Übergreifendes Kennzeichen all dieser Fälle ist, dass sich universitäre Entscheidungsträger im Schutz der Exekutive wähnen und deshalb mit der Arroganz der geliehenen Macht auftreten. So entsteht ein Konglomerat akademischer Seelenverkäufer, die entweder transatlantischen Organisationen oder US-Stiftungen verpflichtet sind oder im vorauseilenden Gehorsam deren Narrative verbreiten. Den Akteuren selbst, so Upton Sinclair, fällt es nicht auf. Es ist schwierig, einen Menschen von etwas zu überzeugen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Es ist kein Zufall, dass zumindest an einer Uni gerade jene aktiv meinen Rausschmiss betrieben haben, die sich transatlantischen Netzwerken wie dem German Marshall Fund verpflichtet sehen. Das zeigt, wo die eigentlichen Drahtzieher der Zensur- und Denunziationsöffentlichkeit sitzen. Damit ist keinesfalls gemeint, dass die Akteure Anweisungen aus Langley erhalten. Vielmehr belegt die Eilfertigkeit ihres Handelns, dass sie sich selbst in einer Art Bringschuld sehen, die es abzuarbeiten gilt. Denn immerhin geht es um Tagungseinladungen, Stipendien, Recherchereisen oder die Bewilligung von Forschungsprojekten. Solche Wissenschaftler nennt der frühere Ministerialdirektor in der US-Gesundheitsbehörde David Michaels Science for Sales Specialists, Wissenschaftler, die für Geld zu haben sind. Damit gemeint sind nicht unbedingt direkte Zahlungen. Man glaubt, dass es besser für die eigene Karriere ist, sich als Legitimationsakquisiteur für amerikanische Interessen zu betätigen. Die Verstrickungen des Kieler Ordinarius Werner Kaltefleiter in geheimdienstliche Machenschaften von BND und CIA während des Kalten Krieges hat Katja Backhaus herausgearbeitet. In den Jahren 2005 bis 2012 hat Presseberichten zufolge, die CAU 2,7 Millionen Euro von Bundesverteidigungsministerium und NATO bekommen, die zum großen Teil an das Kieler Institut für Sicherheitspolitik von Professor Joachim Krause geflossen sind. Diese Gelder gingen vor allem in ein Projekt zur Aufstandsbekämpfung in Afghanistan. Projektpartner war damals das Center for a New American Security von Victoria Nuland, das sich den Schutz amerikanischer Interessen zur Aufgabe gemacht hat und teils vom Rüstungskonzern Northrop Grumman finanziert wird. Krause zählt auch zum Umfeld der Integrity Initiative, einem Programm des britischen Institute for Statecraft, welches NATO und britischen Geheimdiensten nahesteht. Offiziell soll es russische Desinformation entlarven, aber eigentlich geht es um NATO-Propaganda. Dem German Cluster der Integrity Initiative gehörten 2019 der inzwischen verstorbene Politikwissenschaftler Hannes Adomeit, sein Freund Joachim Krause, der ehemalige MI6-Agent Harold Ellertson und Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne an. Kritiker nennen Krause einen NATO-Hausmeister. Kein Wunder, dass er dem deutschen Volk eine Eskalationsphobie im Ukraine-Krieg andichtet. In solche Recherchen, in solche Kriegspropaganda passen meine Recherchen natürlich nicht hinein. Deswegen müssen sie sanktioniert werden. Und immer wieder T-Online. Das Portal hat sich auch gegen Professor Ulrike Gero und Professor Gabriele Krone-Schmalz
als Denunziationsportal betätigt und Pressekampagnen fabriziert, die zum Ziel hatten, eine politische Säuberung auszulösen und die wirtschaftliche Existenz der Zielperson zu vernichten. Dann fand ich heraus, dass auch die Staatsschutzabteilung im Bundesinnenministerium eine Akte über mich führt, mit als angeblicher Wahlbeobachter. So etwas geschieht meist auf Anweisung von oben. Man darf also fragen, ob das Büro der Innenministerin selbst solche Denunziationskampagnen orchestriert. Und Geheimdienste machen eben das, wofür sie da sind. Sie spielen stille Post. Hier muss man sich fragen, ob Journalisten auch mit Geheimdiensten zusammenarbeiten und beispielsweise für den BND die Drecksarbeit machen, wie es die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage im Deutschen Bundestag offen dargelegt hat. Dasselbe gilt auch für Universitätsangehörige. So entsteht wie von allein ein Zensur- und Denunziationskartell, das von US-Stiftungen und Vorfeldorganisationen der NATO gefördert wird. Allein für das Pentagon arbeiten 27.000 PR-Spezialisten mit einem Jahresbudget von 5 Milliarden Dollar, deren Ziel es ist, Medien mit gezielten Nachrichten, Experten für Interviews oder Footage fürs Fernsehen zu beeinflussen. Im Krieg der NATO gegen Serbien 1999, nicht nur die Russen führen völkerrechtswidrige Angriffskriege, sorgten 31 PR-Agenturen für die Gleichschaltung der öffentlichen Meinung. Die Serben wurden als die Bösen, die muslimischen Bosnier als ihre Opfer dargestellt. Durch solche Manipulationen versteht bis heute so gut wie niemand, was damals in Jugoslawien eigentlich los war. Das alles geht nicht mit Zwang. Es geht nur mit Zustimmung. Diese aktive Mitwirkung zeigt die Anfälligkeit der akademischen Eliten für antidemokratisches Denken. Wenn sich dann das antidemokratische Denken mit dem Rassegedanken verknüpft, stehen wir an der Schwelle zu faschistischen Denkfiguren. Die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub am 12. April 2022 bei Markus Lanz, Zitat: Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, die einen anderen Zugang zu Gewalt haben, die einen anderen Zugang zum Tod haben. Solche Sätze öffnen dem Rassismus Tür und Tor. Der Autor Sergei Jadan bezeichnet die Russen als Horde, Tiere, Unrat, brennt in der Hölle, ihr Schweine. Das ist die Sprache des Faschismus. Dafür bekam Jadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der Konformismus wird zur Waffe. Wie bei Ulrike Gero, die von der Universität Bonn gekündigt wurde, und Gabriele Krone-Schmalz, die massiven Angriffen ausgesetzt ist, oder jetzt Michael Mayen an der Uni München, geht es dabei um Zensur und um Akte politischer Säuberung, die einer Demokratie unwürdig sind. Dabei zielen die Kampagnen auch darauf ab, die Existenzgrundlage der Zielpersonen zu zerstören. Allein dies dokumentiert ihren antidemokratischen Charakter. Der Zerschlagung der Demokratie, meine Damen und Herren, geht die Zerschlagung der demokratischen Öffentlichkeit voraus. An dieser Transformation haben Medien und Universitäten entscheidenden Anteil. Denn sie machen sich zum Träger der Gegenaufklärung und beeinflussen die Transformation des demokratischen Bewusstseins. T-Online und viele andere Medien, wie auch die Universität Kiel und die HMKW in Berlin, haben sich ohne Not zur Kriegspartei in der Propagandaschlacht gemacht. Das hat Folgen, die über den direkten Wirkungskreis hinausragen. Sie tragen bei zur Vergiftung des sozialen Klimas und sägen damit an den Grundlagen der Demokratie. Kollegenschelte ist sonst nicht so meine Art. Aber hier ist sie angebracht. Ich fasse mal zusammen. Erstens, ganz schlechtes Handwerk. Keine Prüfung durch eine zweite Quelle in der realen Welt. Zweitens, politische Denunziation aus ökonomischem Kalkül. Drittens, Geschichtsvergessenheit und Ignoranz. Sowohl was die eigene als auch was die Geschichte der Ukraine betrifft. Viertens, Opportunismus, der Propaganda ungeprüft erliegen. Fünftens, vorauseilender Gehorsam, sich selbst zum Werkzeug der Propaganda machen. Sechstens, antidemokratisches Denken und Handeln. Daraus ergibt sich in der Summe gemeingefährliche Dummheit, die geeignet ist, dieses Land erneut in den Abgrund zu ziehen.
Manch einer spricht hier von der Arbeitsverweigerung der Intellektuellen, aber das trifft es nicht. Es geht ums Geschäft. Kopfarbeiter verkaufen ihren Kopf an den Meistbietenden. Sie werden bezahlt für ihre Ideen, mit denen sie die kulturelle Hegemonie der Machteliten und deren Herrschaft organisieren. Wir sitzen im Bus vom Grenzübergang Changar nach Simferopol, der Hauptstadt der Krim. Jetzt erst fällt die Anspannung ab. Ich lehne den Kopf ans Fenster und nicke ein. In Traumbildern holt mich die Angst ein, die ich im Kriegsgebiet ins Verlies am Grund der Seele gesperrt hatte. Granatbeschuss, Minen, Verhaftungen wirbeln in wirren Fetzen durcheinander und führen im Halbschlaf einen Hexensabbat auf. Erst allmählich wird mir klar, dass mich bei meiner Rückkehr ein anderer Veitstanz erwartet. Der journalistischer Lohnschreiber einer wohlorganisierten Bande von literarischen Strauchdieben, wie Heinrich Heine sich ausgedrückt hat, die in den böhmischen Wäldern unserer Tagespresse ihr Wesen treibt. Mir fällt ein Satz von Sigmund Baumann ein. Nicht sehen, nicht suchen wollen und damit die Möglichkeiten eines anderen Zusammenlebens mit weniger Leid zu unterdrücken, ist Teil des Leids und trägt zu seiner Fortdauer bei. Noch eine Stunde bis Simferopol, beim Schaukeln des Busses sinniere ich über das Elend der Intellektuellen. Danke. Recht schönen Dank. Ja, wenn das nicht der Dank ist, den ich jetzt aussprechen wollte, aber der Applaus ist, glaube ich, treffender. Wir wollen jetzt eigentlich in die Fragerunde übergehen oder auch Ihre Statements hören. Ich möchte, damit Sie jetzt nicht überrascht sind und jetzt eine Schweigeminute entsteht, eine Frage vorweg schicken. In der können Sie oder wenn die beantwortet wird, können Sie Ihre Frage schon mal überlegen. Patrick, wenn ich das so höre, wird es einem schwummrig vor Augen wegen der Relevanz für den Bestand unseres demokratischen Gemeinwesens und gelebter Demokratie. Ich erinnere an ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das Lüth-Urteil, in dem es unter anderem grundlegend heißt, im Zusammenhang zur freien Meinungsäußerung, dass breite Information und die freie Meinungsäußerung, Zitat, konstitutiver Teil einer Demokratie sind. Ohne das ist keine Demokratie. Jetzt ist in einem der Fernsehurteile, ich glaube in einem der letzten, als es um die Privatfernsehsendungen ging, die da an den Markt wollten, vom Bundesverfassungsgericht unter anderem gesagt worden, dass diese breite Informationsbereitstellung dem Grunde nach, weil eben nicht vom Kommerz abhängig, nur von den Öffentlich-Rechtlichen zu gewährleisten sei. Und jetzt frage ich dich hier in diesem konkreten Fall, kannst du bestätigen, dass es einen nennenswerten Unterschied gibt zwischen den Konzernmedien und den Öffentlich-Rechtlichen? Wir haben hier auch Aktivisten der Leuchtturm-ARD-Bewegung, die deutschlandweit quasi für ein Volk aus Sympathie für die Öffentlich-Rechtlichen einen Beitragsboykott empfehlen, damit die wieder auf den rechten Weg zurückkommen. Die Frage, ob das überhaupt noch geht. Die Frage, kannst du in deinem Fall feststellen, dass es einen nennenswerten Unterschied gibt oder ob die Interessiertesten, zum Beispiel Preradovic, das Preradovic-Interview war, was du jetzt gerade vor wenigen Tagen führen durftest? Ja, es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen Konzernmedien und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er besteht darin, dass mir auf der Basis von Falschinformationen der NDR mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen gedroht hat. Das konnten die anderen nicht, denn da war ich ja nicht beschäftigt. Mein Anwalt hat dann zurückgeschrieben, also die Ansage der Personalabteilung war, ich solle mal Stellung nehmen zu meinen ungenehmigten Nebentätigkeiten im Donbass. Statt mal zu fragen, stimmt das überhaupt? Man hätte mich ja mal anrufen können.
und mein Anwalt schrieb dann zurück, es liegen keine Nebentätigkeiten vor. Dann kam dasselbe Schreiben nochmal. Dann schrieben wir wieder zurück, es liegen keine Nebentätigkeiten vor. Dann ganz in Ruhe. Wir hätten das ja gerne in einem Gerichtsverfahren drin gehabt, außerhalb des NDR. Deswegen, weil wir dann offenlegen. Und weil man das nicht sozusagen als dienstrechtliche Angelegenheit behandeln kann, sondern arbeitsrechtliche Arbeitsprozesse, Prozesse vom Arbeitsgericht, die sind öffentlich, da ist Publikum. Arbeitsrechtliche Verfahren sind öffentlich, da ist Publikum im Saal, da ist die Presse im Saal. Da kann man das nicht so im Verborgenen dann behandeln. Da hätte ich es gerne hingehabt. Deswegen dieses zurückhaltende Verfahren, dass man sagt, liegen keine Nebentätigkeiten vor, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Das ist der Unterschied. Ansonsten in der Qualität der Berichterstattung eigentlich nicht. Konzernmedien sind Tendenzbetriebe. Innere Pressefreiheit findet nicht statt. Die Vorgaben macht im Grunde genommen der Verleger oder das Management, und die Redakteure müssen sich an der politischen Linie des Managements orientieren. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht es so aus, dass freie Mitarbeiter in einer internen Versammlung in einem Chat von einem leitenden Redakteur aufgefordert wurden, gegen mich vorzugehen. Das lässt sich ein Freier nicht zweimal sagen, denn er wird nach Sendeminuten bezahlt und er weiß, die Hierarchie schützt mich. Ist das so? Gibt es solche... Der Chat liegt mir vor. Ich stelle mir immer die Frage, wir reden ja von Hunderten von Redakteuren. Hm? Öffentlich-rechtliche, alle Privatmedien. Was treibt die an? Also was treibt ein Medium... T-Online ist ja sowieso, das ist ja ein merkwürdiges Medium. Mhm. Ist ja nicht die Telekom. Mhm. Was treibt diese Leute an, das so zu tun, was sie machen? Also auch in einer Uniformität, ja. Die man, also die kann man ja nur so wahrnehmen. Ja. Darf ich nur ganz kurz dazwischengrätschen? Mikro, ist es vielleicht leichter für die anderen zu folgen? Ich kann Ihnen gerne das Mikro noch rübergeben, aber mindestens für die Nächsten. Mal erweitert ein Zwischenruf. Noch eine Zwischenfrage. Diese Hunderte von Leuten, die sind, es kann ja nicht so sein, dass die alle doof sind. Ich empfinde das so, dass die falsche Dinge erzählen, dass die überhaupt nicht berichten, aber wieso kommt diese Uniformität so zustande? Mit Hunderten von Leuten. Wenn Sie gestatten, fange ich mal bei der Doofheit an. Okay. Denn sie sagen das so, die können sich nicht vorstellen, dass die alle doof sind. In der Diskussion mit Ulrike Gero bei Lanz sitzt also ein, wie heißt der Pleitgen da, mit Vornamen? Der Sohn von Fritz. Ja, Frederik? Also der Sohn von Ulrike. Genau, ja, CNN. Und er sagt dann, ja, also die Russen sind 2014 in die Krim einmarschiert. Ja, das russische Taganrog, das ist die westlichste Stadt Russlands, liegt vom Fuß der Krim 550 Kilometer entfernt durch ukrainisches Gebiet, in der also das Azov-Bataillon stationiert ist, also Spezialkräfte im Grunde genommen. Und für so eine Einlassung wäre ich auf meinem Gymnasium mit Arschtritt aus dem Geografieunterricht rausbefördert worden. Er hat keine Ahnung von einem Stationierungsabkommen, das es Moskau erlaubt, 25.000 Soldaten zu stationieren. Und Jacques Bot hat darauf hingewiesen, ein Militäranalyst, dass es auch den russischen Truppen erlaubt, in Krisenlagen strategische Plätze, Straßenkreuzungen, Bahnhöfe zu sichern. Jetzt muss man das ja alles nicht gut finden, aber genau das haben die gemacht. Dass man kein Moskau-Versteher oder sowas. Das ist das, was hier sozusagen dem geneigten Publikum im deutschen Fernsehen angeboten wird. Ja? Und man hockt da, ja, das muss man auf der Landkarte aufmalen. Russland grenzt also direkt an die Krim. Ich habe was gelernt. Und so läuft das. Da gibt es keinen Moderator, der dem in die Parade fährt und sagt, Herr Pleitgen, machen wir halblang. Da hockt einer, der unter Vertrag ist bei einem amerikanischen Konzern. Da müsste man doch sagen, ja, Herr Pleitgen, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, oder?
Da sitzt dann Frau Strack-Zimmermann dabei. Die wird als FDP-Bundestagsabgeordnete eingeführt. Ja, die Frau ist Rüstungslobbyistin im Gewand einer FDP-Bundestagsabgeordneten. Ja, das kann doch ein Herr Lanz dazu sagen. Das ist doch Orientierungswissen. Das muss man doch sagen, damit man das einschätzen kann, was so jemand vom Stapel lässt. Das ist doch nicht diffamierend. Das charakterisiert nur die Interessenlage. Genauso wie ich Interessen habe, hat doch auch Frau Strack-Zimmermann Interessen. Die müssen doch benannt werden. Darum geht's doch. Das ist der Journalismus heute. Und warum macht man das? Weil man bei oben denen nicht anecken will. Und jetzt zur Frage, was treibt die an? Alle Presseorgane, es gibt sich nichts, ob Rundfunkanstalten, Zeitungen, werden heute getragen in der redaktionellen Tätigkeit von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wenn eine freie Kollegin recherchiert ein Thema, setzt 3-4 Tage dran, macht ihrem Chef einen Vorschlag und der stellt sich dann hin und sagt, wissen Sie, noch, ist aber noch nicht ganz dicht, gehen Sie noch mal 2 Tage dran. Und sagt sie, dann habe ich jetzt eine Woche Zeit verbracht damit, meine Miete läuft weiter, das dürften in Hamburg 800 bis 1600 Euro sein, je nachdem, das muss finanziert werden, ich werde nach Sendeminuten bezahlt oder nach Zeile, also wird es Zeit, dass ich mal wieder ein Thema raushaue. Da macht sie beim nächsten Mal ihrem Chef schon wieder ein bisschen weicheres Angebot, der lehnt es wieder ab. Kurze Frage, das heißt, sie wird nicht bezahlt, also wenn das abgelehnt wird von der Chefredaktion, kriegt sie kein Geld? Genau, sie kriegt einen verminderten Tagessatz für Recherche. Und das merkst du natürlich im Geldbeutel. Also wenn es fair läuft. Und beim 3., 4. Mal hat sie es begriffen. Dann bietet sie dem Chef die Krokusblüte im Schlossgarten von Husum an. Die nimmt er. Ja, sie lachen. So läuft das. Und so erzieht man eine Redaktion dazu, die wünschenswerten Themen zu machen. Und da gibt es eine ganze Reihe von subtilen Abstufungen, die ich im Laufe der Jahre auch selbst erlebt habe. Ich sage Ihnen noch mal eine. Normalerweise sollte auf der Redaktionskonferenz offen diskutiert werden, Meinungsbild der Kolleginnen und Kollegen, was ist heute wichtig, was machen wir, wie kriegen wir den Hintergrund zusammen, wer macht was live und so weiter, hin und her. Ja, da gibt's aber die segensreiche Einrichtung der Vorkonferenz, wo sich also der Chefredakteur mit den leitenden Redakteuren und Abteilungsleitern schon mal hinsetzt. Und da werden die Themen vorstrukturiert und dann gehen die da rein mit einem fertigen Programm oder mit einem fertigen Blatt. Und da sagt sich doch jeder Freie, ja, wenn ich hier keinen Ärger haben will und um 19 Uhr oder 20 Uhr nach Hause kommen will, ich habe ja auch ein Frauenkind, da fange ich da besser wegen so einem Kram da keinen Streit an und lass mir ein Thema zuwerfen. Weiterer Mechanismus. Und so läuft das von Ebene zu Ebene. Und nach oben wird es immer politischer. Denn natürlich gehen die Verleger, Chefredakteure bei einer großen Zeitung natürlich auch dann wieder mit dem Wirtschaftsminister auf den Golfplatz am Wochenende. Oder Sie, das gibt neue Anekdoten. Darf ich ganz kurz vielleicht Sie dürfen, ich höre sofort auf. Eingerätschen. Könnte lange lauschen, aber vielleicht gibt es noch Fragen. Ich bin in die Runde gehen hier. Guten Tag. Hallo. Zunächst möchte ich mich recht herzlich bedanken für den tollen Vortrag, den Sie gehalten haben. Ich bin zwar Laie in dem Gebiet, aber trotzdem ist es sehr interessant gewesen, mal ein bisschen mehr in dem Ziel zu hören. Die Frage, die mich noch mal interessieren würde, wenn Sie Professor in Kiel sind, welche Tätigkeiten, weil Sie ja viel von Ostukraine und Ukraine erzählt haben, ist es jederzeit gestattet, solche Dinge als Professor dort zu tätigen, ohne dass man irgendetwas mit der Uni da aneckt, wäre die erste Frage im Grunde genommen. Und Sie haben sehr viel Pessimismus jetzt bei mir so ein bisschen erweckt. Wie sehen Sie oder welche Möglichkeiten hat denn die Allgemeinheit, da etwas gegenzuwirken? Wir sitzen zwar mit einer großen Runde hier, aber welche Dinge und haben Sie Kollegen in der Uni, wo Sie mitgetragen werden oder sind Sie als Einzelner, wo Sie nicht unterstützt werden? Da wäre vielleicht mal ganz interessant, ein bisschen mehr zu hören. Ich versuche mal, das zu beantworten. Oder wollen wir eine zweite Frage noch? Ich habe den ersten Teil der Frage fast schon wieder vergessen. Dieses Ansinnen auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn zurück. Ich mache es kurz. Ich hatte einen Lehrauftrag an beiden Universitäten für praktischen Journalismus.
Das heißt, da geht es zunächst einmal nicht um politische Sachthemen, sondern was ich mache, ich bringe denen bei, wie man so einen Film macht, wie man recherchiert, wie man das organisiert bekommt. Und natürlich, das war mein Anspruch, setze ich die natürlich an wichtige Themen ran. Beispielsweise meine Berliner Studentinnen machen einen Film über polnischen Abtreibungstourismus nach Berlin. Und so gut gemacht. Schweres Thema. Muss man erstmal jemand finden. Oder sie machen was über die Bürgerrechtsbewegung in Belarus und wie sich das auf Berlin auswirkt. Also die bringe ich dann schon in Themen rein, wo sie sich eine Birne machen müssen. Das ist ja der Anspruch. Da hat es bisher keine Probleme gegeben. Ganz im Gegenteil, die Universität, auch die in Kiel, die haben sich darüber gefreut, dass die Studis was Praktisches machen und haben das auch die Filme auf der Website präsentiert und so, war ganz stolz. Das hat sich aber geändert, schlagartig. Mit dem Krieg und im Vorwege mit Corona, da wurde es schwieriger. Während der Corona-Zeit wurde es schwieriger, weil wir den kompletten Unterricht sozusagen in die digitale Welt verlagern mussten. Also wir mussten die Technik auch komplett umstellen, damit die sozusagen, also ne, eine Studentin saß in Tunis, konnte nicht reisen, eine in Paris, die dritte in Berlin. So, machen zusammen einen Film, geht. Ist nur Aufwand. Das war das Problem. Und da hat sich etwas verändert dahingehend, dass das Verhalten innerhalb der Redaktion anders geworden ist. Die Engagiertheit und Diskussionsfreude im Nachgang zu 68 und zur Friedensbewegung, die wurde immer geringer. Und am Schluss hast du nur noch mit Anpasslern zu tun gehabt. Mit meinem ersten Chefredakteur Otto Klinkhammer, also wirklich ein gestandener Konservativer, schwarz wie die Nacht duster, angeschrien eine Stunde lang wegen eines Features über Unternehmer im Dritten Reich. Am Schluss sagt er, dann machen Sie es halt. Und das wäre 10 Jahre später schon nicht mehr möglich gewesen. Also es hätte seinem Selbstverständnis widersprochen, mir in die Parade zu fahren. Aber vorher wurde gebrüllt, ne? Ist ja klar. Und das war gut. Und das gibt's heute gar nicht mehr. Heute wird dann gesagt, ja, was mehr, können Ihren Vertrag nie mehr verlängern. Ich habe mich so für Sie eingesetzt, aber das Geld fehlt einfach. Und ja, weil so wird dann gesprochen. Ja, ich bin ja auf Ihrer Seite, aber geht nicht. Und so, und jetzt, was können Sie tun? Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Studentinnen und Studenten initiativ geworden sind, auch am Gerichtstag da waren mit Transparenten, dass sie eine Flugblattaktion gemacht haben, dass sie einen Banner an der großen Brücke in Kiel abgehängt haben, dass sie Aktionen auf dem Campus gemacht haben und so weiter und so weiter. Das ist der Anfang. Wir brauchen eine Gegenbewegung und der Protest muss auf die Straße getragen werden, sonst hören die nicht zu. Dieses Friedenspapier sich nicht durchsetzen konnte. Weil Sie sagten eben, im letzten Jahr, im März, war da schon mal was entwickelt worden. Ja, das sage ich Ihnen gerne. Also solche Verhandlungen über einen Waffenstillstand in einer Kriegssituation, die laufen natürlich vertraulich, das ist ja klar. Das hatte der damalige israelische Ministerpräsident Bennett mit dem türkischen Außenminister eingefädelt und die Verhandlungen fanden in Istanbul statt. Und Kernelemente waren, die Russen ziehen sich hinter die Linie des 24. Februar 2022 zurück, also räumen die komplette Fläche. Die Ukraine verzichtet im Gegenzug darauf, der NATO beizutreten. Referenden, es gab ja noch keine Referenden, aber es wird abgestimmt im Donbass über eine föderale Lösung, die auch dann durch, sagen wir mal, Schutznationen durchgesetzt werden muss. Und das Problem Krim wurde ausgeklammert, lösen wir später. Also eigentlich eine vernünftige Sache, wenn man überhaupt irgendwie hinkommen will. Dafür gibt es viele Zeugen, unter anderem auch Fiona Hill. Fiona Hill ist Senior Fellow der Brookings Institution in Washington und außenpolitische Beraterin von 3 US-Präsidenten gewesen. Sitzt auch im Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten. Aber auch natürlich Bennett hat sich geäußert und der türkische Außenminister auch. Und dann flog Boris Johnson nach Kiew. Oder fuhr dahin.
und hat den Selenskyj wieder ausgeredet. Mit dem Hinweis, dann würde die westliche Waffenhilfe komplett gestoppt. Und das war natürlich eine Initiative, die mit Washington abgestimmt war. Also der Westen wollte zu diesem Zeitpunkt keinen Frieden, weil die politische Überlegung ist, sozusagen durch einen aufreibenden langen Krieg Russland zu schwächen. Aber geht ja nicht auf. Emmanuel Todd, der französische Historiker, hat darauf hingewiesen, dass der Krieg ja überraschende Ergebnisse zeitigt. Er zeigt eine relative Schwäche der russischen Armee, aber eine starke Resilienz der russischen Wirtschaft. Also ich kenne keine Studie, aus der mit Zahlen belegt hervorgeht, dass die russische Wirtschaft stärker unter diesen Sanktionen leidet als die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe mich in Rostov-na-Donu auf den Markt gestellt und gesagt, hier kommt alles an, auch die Halbleiter, weil ich mit LKW-Fahrern gesprochen hatte. Und die haben natürlich nicht nur Autoreifen dann hinten drauf oder Paletten. Es sind natürlich auch Halbleiter dazwischen, weil dafür gibt's was extra. Und das würden wir doch genauso machen. 3 Stangen Zigaretten auf dem Beifahrersitz für die Zöllner und dann läuft das. Und das ist doch das Normale. Kinder, in welcher Welt leben wir denn? Ja, also die ganze Richtung ist ja im Grunde nichts Neues. Wenn man ein bisschen in der Geschichte sich auskennt von Walter Lippmann, Hannah Arendt, also theoretisch ist alles beschrieben und auch die sogenannte Intellektuelle, die Leute, die das studiert haben, haben das theoretisch damals alles studiert, haben aber alles vergessen und selbstverständlich sind dann gekauft worden sozusagen. Das heißt, also bis Rainer Mausfeld und so weiter sind eingeschränkten Debattenraum. Also das ist alles nichts Neues. Aber natürlich in den letzten Jahren ist es stark geworden. Ich habe an Karl Voss und was jetzt gegen Uni studiert, die ist inzwischen komplett neoliberal. Damals gab es auch die meisten Berufsverbote. Also ist alles nichts Neues. Aber die letzten 3 Jahre würde ich auch sagen, ist massiv dazugenommen. Jetzt, die Unis sind gekauft oder gesteuert, aber ich würde das erwarten auf die Schulen. Also was nicht mehr stattfindet im Politikunterricht, ist eine Medienanalyse. Das heißt, man kann jeden Artikel nehmen und der Lehrer müsste dann 5, 6 Grundfragen stellen, die erforderlich sind, um zu verstehen, was mit einem Artikel ausgedrückt werden soll. Also ist Meinung und Information getrennt? Wie ist das formuliert? Gibt es Wertungen? Ja, also durch Adjektive und so weiter. Das könnte dann jeder Schüler, zumindest in der Oberschule, schon erkennen und das wird nicht gemacht. Das heißt, also, die Lehrer sind mitverantwortlich schon, dass die Schüler gar nicht mehr wissen, was Antijournalismus bedeutet. Und die Eltern natürlich müssen auch aktiv werden, weil die Frage geht, was können wir tun, dass die Eltern nochmal fragen, was habt ihr da in der Schule gemacht und so weiter. Also das heißt, es sind ganz viele beteiligt, dass der Journalismus oder die, ja, dass das alles gar nicht sich entwickeln kann. Und wenn ich nie was gelernt habe, dann fällt mir es auch nicht auf. Also zum Beispiel gibt es Zeitung in der Schule, das ist ein Projekt, was Schüler da haben. Sie haben nur eine Zeitung, und meistens die Monopolzeitung, hier wahrscheinlich das Abendblatt, die an denen die Schüler dann Journalismus lernen sollen. Das ist völlig unmöglich, wenn ich nur eine Quelle habe, kann ich das alles nicht lernen. Also müsste man, ich weiß nicht, wäre die Frage, ob die schon mal in der Schule waren und auch mal oder eingeladen wurden. Du hast vergessen zu ergänzen, dass in Hamburg der Spiegel auch so ein Angebot hat und ich habe dann ironischerweise dazu gesagt, höchstwahrscheinlich haben sie den freigestellten Mitarbeiter Relotius von Ihnen geschickt. Also ich an der Schule war ich relativ wenig, ich habe viel an Universitäten gemacht und an Heim-Volkshochschulen. Ich war mal Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung und die haben mich dann so dabei behalten als nebenamtlicher Referent und ich habe natürlich viel Medienanalyse dann gemacht in den Seminaren, genau das, was Sie beschrieben haben, weil mir die Bedeutung klar war. Darum ging es. Aber das findet heute nicht mehr statt. Neulich sagte ein Freund in Berlin zu mir, da ist eine ganze Generation weggebrochen. Ja, aber wer hat denn diese Generation ausgebildet, unterrichtet? Das sind doch wir, die so eine grauen Haare haben wie ich. Das sind doch die heute 60-Jährigen. Meine Generation hat versagt, denn die sitzen ja drin in den Apparaten. Das sind doch die Dozenten an Universitäten. Und die sind natürlich auch weichgeklopft durch diese Zeitverträge und durch dieses Bachelor- und Master-System und durch diese
Projektanträge und Projektgenehmigungen, wo die Volkswagen-Stiftung und die Bosch-Stiftung oder sonst irgendwas, ja, die da alle mitmachen und darauf achten, oder irgendwelche staatlichen Organisationen, die darauf achten, dass das sozusagen passgenau auf den aktuellen ideologischen Bedarf von ideologischen Apparaten zugeschustert wird. Und dem haben sie sich gebeugt, sie haben keinen Widerstand geleistet, weil sie selbst natürlich gesagt haben, da habe ich einen Zeitvertrag, muss man die Schnauze halten, das zweite Kind ist unterwegs, muss eine Eigentumswohnung abbezahlen. Und das sind ja immer die Argumente. Und man kann das auch persönlich natürlich nachvollziehen, aber das führt genau dahin. Man muss sozusagen Universitäten, Schulen nur neoliberal durchorganisieren, dann ist das ein Selbstgänger, der Anpassungsprozess. Schauen Sie sich heute mal Schulen an, die im überwiegenden Teil mit 28 Gören vor der Nase Integrationsaufgaben vollziehen. Weil wir heute eine multiethnische Schule haben, das gab es ja zu meiner Zeit überhaupt nicht. So, der Lehrer hat völlig andere Aufgaben. Er kriegt aber keinen Sozialarbeiter mit bei, eine Sozialarbeiterin. Nein, er steht alleine vor 28 Leuten. Mach das mal. Und irgendwann knickst du ein und sagst, komm, die können wir mal einen Buckel runterrutschen. Das ist doch die Folge davon. Weil es einfach kräftemäßig nicht mehr geht. Ja? Also indem man den wirtschaftlichen Gürtel enger schnallt, geht denen allen irgendwann die Luft aus. Deswegen sage ich, der Protest muss auf die Straße. Sonst geht es nicht. Das geht es nicht. Und das ist genau das, was heute fehlt. Eine breite Friedensbewegung, die gab es in der DDR, Olof Palme Friedensmarsch, 87, kann ich gut dran erinnern. Die waren zum Teil auch alle natürlich ergraut, wieder bei der Luxemburg-Schwarzer-Demo in Berlin. Und natürlich auch Bonner Hofgarten, diese Generation. Und das ist alles eingeschlafen. Und diese Traditionslinie ist auch weggebrochen. Das diskutieren wir nicht mehr. Meine Studenten waren da immer guter Referenzpunkt. Jetzt habe ich da einige kritische. Ich hoffe, konnte selbst ein bisschen Beitrag leisten. Aber die Tochter meines Vermieters in Kiel, die macht G8. Da habe ich mir mal den Stundenplan angeguckt. Da dachte ich, das hätte ich nicht geschafft. Die sind einfach von 8 bis 17 Uhr am Rennen. Ja, wann verdaust du denn das mal? Das ist doch, du musst auch mal nachdenken über den Käse, der dir eingebläut wird. Und dann hat sie mir mal erzählt, was sie alles in Deutsch nicht gelesen hat. Goethes Faust, ne. Heinrich Mann, ne. Man mag von diesen Autoren ja halten, was man will, aber die Auseinandersetzung muss doch da sein, sonst lernt man nämlich nicht die Techniken der Auseinandersetzung. Das findet gar nicht mehr statt an Schulen. Die Begradigung der Lehrpläne. Ich habe an der Universität Kiel mit Professoren zu tun, die sagen, in Politikwissenschaft mache ich Multiple-Choice-Klausuren. Hitler wurde geboren wann? Was soll denn das? Das ist doch ein Verblödungsprogramm. Also das läuft doch darauf hinaus, die kritische Auseinandersetzung zu vermeiden. Ja, Entschuldigung, ich komme ins Quatschen. Sorry. Erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Meine Frage, ich hätte ja mal zwei Aspekte. Einmal der Aspekt, es ist schon ganz viel zu den journalistischen Abläufen erzählt worden, aber ein Aspekt habe ich noch nicht zugehört. Also welche Rolle spielen die großen Nachrichtenagenturen? Also da ist ja auch fast eine Monopolisierung festzustellen. In Deutschland wäre es die dpa oder Reuters. Also welche Rolle spielen die? Und zum Thema, warum haben wir jetzt hier keine großen Demos? Weil wir sehen ja gerade auch so einen Aspekt in Frankreich, ist die Hölle auf der Straße los und hier kommen wir nicht so wirklich aus dem Quark. Und das sagt jetzt jemand, der jetzt in den letzten zwei Jahren viele Demos in Hamburg organisiert hat, unter anderem die Kunsthallen-Demos, als es darum geht, die Impfung kommt. Auch jetzt gesehen hat, wir haben vor 14 Tagen in Hamburg einen Friedenssternmarsch gemacht und wir sind bei 500 bis 600 Teilnehmern. Das ist zwar immerhin für das Schweiger-Komplott, was nämlich in Indien herrscht, schon ein Erfolg, aber trotzdem, es fehlt ja Schwung in der Bewegung. Wie würdest du das sehen? Also was müsste da für eine Initialzündung kommen? Die Rolle der Nachrichtenagenturen.
Erzähl mal eine Geschichte. 1999 ist, nee, 98 ist auf der Nordsee die Pallas gesunken. Ein Holzfrachter. Und weil sie damit nicht zurechtgekommen sind, das Schiff brannte immer weiter, glühte völlig aus, bestellten sie das niederländische Bergungsunternehmen Smeed. Das sind so diese Typen, die Ölquellen sprengen und so. Also die rauen Burschen. Und da stand ich am Fähranleger auf Amrum, da kamen die bei Windstärke 5 oder so mit dem offenen Speedboot in ihren Neoprenanzügen, komplett verschmiert, da an, legten an und sagten zu mir, die Pallas ist gelöscht. Hab die Tagesthemen angerufen und so. Und dann sagte der Christian Zimmermann, der Chef vom Dienst, es kam noch keine DPA. Dann habe ich gesagt, die wird auch nicht kommen, denn der DPA-Kollege liegt von gestern Abend noch in Sauer. Und dann haben sie die Agentur abgewartet und nichts gemeldet. Und diese Agenturgläubigkeit ist klar und sie wird dramatisch, wenn man sich vor Augen hält, dass in den meisten Gegenden der Welt oft nur einer ist. Also die ARD hat einen Korrespondenten in Rio, der versorgt ganz Lateinamerika. Schauen Sie mal auf die Landkarte, wie soll das gehen? Bis der irgendwo ist, ist das Geschehen längst wieder rum. Der kann nicht mal Brasilien abdecken, ist völlig unmöglich. Reisen kann er auch nicht, weil er muss ja aktuell bereitstehen. Und schauen Sie mal in so eine Situation wie im Sudan. Da ist AFP drin, vielleicht Reuters, das war's dann. Kaum Korrespondenten, die auch die Übersicht nicht haben. Dann will ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Ich war mit einer journalistischen Gesprächsrunde, da ging es um diesen Abzug aus Afghanistan. Da sagte eine Kollegin, die dort war, völlig im Ernst, ja, konnte ja keiner wissen, dass die Taliban kommen. Und da frage ich mich, was machen die denn da? Also natürlich muss man das machen, was Gerd Ruge in Moskau gemacht hat. In Afghanistan muss man das in anderer Form machen. Man geht als Korrespondent natürlich runter in die Kneipe und redet mit den Leuten. Da hört man das schon, wie die Stimmung da ist. Also Kontakt aufbauen zur Bevölkerung, nicht zu den Stabsstellen der Regierung. Man muss mit den normalen Leuten reden, mit LKW-Fahrern und so. Da hört man dann diese Geschichten, wie Halbleiter geschmuggelt werden oder sowas. Mit den Leuten muss man reden. Und da kriegt man das auch raus, weil die natürlich auch ihre Lauscher aufstellen müssen, um ihre Familie zu schützen. So. Und das machen die offenbar nicht, sitzen in ihren Büros rum. In Afghanistan muss man natürlich auch mit den Warlords reden. Ich habe mit Abdullah geredet, ließ mich 3/4 Stunde warten, weil er beten musste. Das ist einer der von der Nordallianz, der war in Masai Sharif dabei. Der konnte gar nicht genug massakrieren. Aber natürlich redet man mit denen, um Einschätzungen zu kriegen. Was will der? Was denkt der? Was hat der vor? Und dann wieder mit anderen, die bei Hilfsorganisationen tätig sind. Und so setzt sich ein Meinungsbild zusammen. Da hat man richtig zu tun. Da ist man unterwegs. Und wenn man das nicht will, redet man eben nur mit der US-Botschaft, mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und das war's dann. Und so kommt das dann, das Meinungsbild dann zustande. Konnte ja keiner wissen. Also, zwei Punkte. Das Korrespondentennetz ist runtergespart. Agenturgläubigkeit wächst damit. Da, wo die Kollegen unterwegs sind, machen sie vielfach ihre Arbeit nicht. Das muss ich einfach mal so sagen. Und der zweite Punkt, wenn ich wüsste, welcher Initialzündung es bedürfte, dann hätte ich in Berlin dazu beigetragen, genau das zu tun. Aber ich erlebe eben auch, was du erlebst, in weiten Teilen ist die Bevölkerung sediert. Das ist ein Ergebnis von Propaganda auch, aber eben nicht nur. Darüber haben wir gesprochen. Das ist auch eine Isolation durch Corona. All diese Geschichten kommen damit drauf. Aber das hat auch was mit beispielsweise der langjährigen Regierung Merkel zu tun. Diese asymmetrische Mobilisierung, die in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also viele sind des Engagements entwöhnt. Man denkt darüber gar nicht mehr nach. Wenn man in der Demokratie schläft, wird man in der Diktatur wach. Wissen gar nicht, denkt gar nicht drüber nach. Ja? Lass uns einfach laufen, wie es läuft. Ich dachte auch, also ich habe mich mit einem Freund darüber gestritten, der sagte, warte mal, im Januar ist es soweit. Wenn die Heizkostenrechnungen kommen, dann ist es soweit. Ich habe gesagt, nein, es passiert nichts. Und genauso kam es, leider. Ich dachte, die wehren sich dann mal, wenn sie es dreifache bezahlen müssen. Nichts. Nichts. Deswegen finde ich so gut, dass meine Studenten mal funktionieren. Das ist so eine Initialzündung. Man muss das stützen.
und gucken, dass es mehr werden. Das ist das Wenige, was ich sagen kann. Tut mir leid, wenn ich mehr nicht weiß. Da hinten ist nur. Ja, also erstmal vielen Dank. Und zwar mal für was anderes, dass so ganz grundsätzlich ihr Intellektuellen ja in den letzten 3 Jahren mal echt wieder so die Blätter hingehalten habt. Also und ich sag mal, das, wie man euch so seit Zart oder so kennt, wirklich oft, also sozusagen der aktuellen dabei euch mal wieder eingeklinkt habt. Weil im Journalismus gibt es ja nicht mehr. Ne? Aber was ich jetzt so noch für eine Frage habe, also ich fand es ziemlich gut, dass die Erklärung, die ich so gehört habe, zu diesem unglaublichen Anpassungsprozess, der hier so stattgefunden hat. Aber also eine Sache würde mich, also wirklich Ihre Position noch interessieren, und zwar warum gerade die Linken, also so die früher ja eigentlich schon eher das kritische Potenzial waren, auch in bürgerlicher Presse, FR, Frankfurter Rundschau oder so, Taz, also mal ganz früher, warum die eigentlich seit Corona so eigentlich auf Startschuss so unglaublich versagt haben. Ob das auch was mit der ideologischen Überhöhung zu tun hat, dass man sich jetzt auf irgendwelche Ideologien, wie sie ja von Rot-Grün eigentlich nur noch verbraten werden, dass die sich da so draufstürzt. Also da würde mich so, das würde mich mal interessieren von einem Intellektuellen, wie der das so wahrnimmt oder reflektiert. Ich versuche das mal. Ich komme selbst aus der Alternativzeitungsbewegung, also Provinzblatt Homburg 1977, 76, 77, Auflage 800. Wir kamen uns ganz groß vor. Und mobil gemacht gegen den örtlichen Baulöwen natürlich, dem das glatt am Arsch vorbeiging. Aber wir haben natürlich Widerstandsformen eingeübt. Und wir waren natürlich unterwegs, und wir waren natürlich auch unterwegs mit den Leuten, gehört auch selbst dazu, die Taz aus der Taufe gehoben haben. Denn sie war ja Teil dieser Alternativzeitungsbewegung. Und ich beobachtete es sehr, sehr genau, wie die Taz schrittweise umgekippt ist. Sie war nie wirklich ein kritisch linkes Blatt. Sie war so immer schon ein Vogue-linkes Blatt. Ich kann mich nur gut erinnern an die Auseinandersetzung, wen unterstützen wir jetzt, wer setzt sich durch, die Taz oder die Neu, oder die, na, die Linke oder so hieß die? Die Neue. Die Neue. Und die Neue ging unter, die Taz hat überlebt. Weil sie, das ist der erste Punkt, besser andocken konnte an das entstehende ökolibertäre bürgerliche Milieu. Das ist der, ich würde mal sagen, die Taz hat einen Milieuschaden. Und dieses ökolibertäre bürgerliche Milieu, das sind diejenigen, die auch in der Genossenschaft der Taz drin sind, weil sie sich das leisten können. Die laufen natürlich auch in Jeans rum, wie du oder wie ich, sehe nicht so besonders. Aber das sind natürlich diejenigen, die dann so ein Hybrid fahren und auch die Kinder dann mit dem Hybrid in den Kindergarten bringen und mit dem Lastenfahrrad, sehr für Fahrradwege sind. Aber Umverteilung, nee, das ist scheiße. Weil das Häuschen vom Papa, das hätten wir schon gerne. Und das sind die. Da werden schon, und da sieht man, dass dieses Milieu die grundlegenden Verteilungsfragen, von denen alles abhängt, nicht mehr stellt. Und auf der Welle schwimmt die Taz. Das ist Punkt 1. Punkt 2, das ist das, was ich vorhin zitiert habe, was Götz Ali gesagt hat. Moral oder vielleicht besser Pseudomoral. Wiglaf Droste hat, der Satiriker Wiglaf Droste hat mal formuliert, wenn der Verstand zu kurz gekommen, wird gerne mal Moral genommen. Und ich glaube, das stimmt. Denn das waren ja auch in diesem Milieu keine, sagen wir mal, von mir aus an Sartre geschulte kritische Intellektuelle. Sondern die waren irgendwo so moralisch links, irgendwie links. Und dieses irgendwie links reicht halt nicht. Man muss die Situation schon analysieren können. Und so entsteht ein, ja, wir sind halt irgendwie links, weil das in unserem Milieu dazugehört und damit grenzen wir uns ab von den anderen. Und merken Sie was? Da sind wir schon wieder beim identitären Denken und nicht beim historisch-kritischen Denken. Genau das fehlt. Und so, und
Der Götz Ali hat mal gesagt, naja, die von Mutlangen, die sind so ähnlich wie die Nazis. Sind viel, viel geschimpft worden damals. Haben sich alle empört. Aber da ist in diesem Punkt natürlich was dran. Man empfand sich als einer linken Gruppe zugehörig. Man hat nicht analysiert, wie hängen denn nun die wirtschaftlichen Prozesse zusammen und warum ist denn das so? Und daran hat es gefehlt. Also, was Sie da gesagt haben mit den Schulen, historisch-kritisches Denken, das muss nicht mal marxistisches Denken sein, aber historisch-kritisches Denken, die Dinge mal in den Zusammenhang bringen. Und das findet nicht statt. Und das wirkt sich aus. Ja, das wirkt sich aus. Natürlich wirkt sich das aus. Ganz schwierig. Noch eine Ergänzung zur TAZ. Ich war 1984, glaube ich, in den USA, den Bekannten, der dort für die TAZ geschrieben hat. Mhm. Ich war schon ganz gespannt, was er da macht. Der saß den ganzen Tag nur vor der Glotze und hat daraus einen Artikel geschrieben. Mhm. Ja. Ja, ich kenne das. Man redet sich dann raus mit der Kneppe der Zeit. Und ich war mal auch Korrespondentenvertreter in London, häufig im ARD-Studio London, Great Chapel Street. Und es war ganz schön, ein ganz kleines Studio und oben Dachgarten. Im Sommer konnte man also mit einer Kiste Bier grillen und so. War ganz toll. Und da wurde auch viel ferngesehen. Genau das, was Sie beschrieben haben. Statt mal runterzugehen und sich mit LKW-Fahrern zu unterhalten oder mit Polen, die auf dem Bau da schwarz arbeiten oder so, damit man mal einfach mitkriegt, wie die Wirtschaft da funktioniert. Nichts. Ist auch Arbeit, ne? Muss man ein bisschen rausfahren, in die Viertel, wo keiner hin will, wo es ein bisschen ruppiger zugeht und so. Das möchte man nicht haben. Und da liegen die Probleme. Nur muss man halt eins sagen. Martha Gellhorn ging 1936 nach Spanien. Sie war als Amerikanerin in Paris natürlich allein schon deswegen super privilegiert, weil der Dollar gut stand gegenüber dem Franc. Und sie hatte einfach wochenlang Zeit, um irgendwo beim Spectator oder wo eine Reportage mal abzuliefern. Die haben ihr mal so 2 Monate Recherchezeit finanziert. Hätte man mal gerne. Und da kann man natürlich rumlaufen und an die Front gehen und mit Leuten reden und mit den Müttern reden, der Soldaten. Dann, ja, so ergibt sich ein Gesamtbild. Aber du brauchst Zeit für die Recherche. Wird nicht mehr bezahlt. Und damit ist die Recherche auch weg. Da hinten ist eine... Nee, ich habe das nicht. Ah, Entschuldigung. Hallo. Entschuldigung. Habe ich gar nicht gesehen. Ulrike Böcking ist mein Name. Ich komme aus Neumünster. Ich habe den Hartweg schon in Kiel gehört. Ich möchte 2 Bemerkungen machen. Die erste Bemerkung ist, was können wir tun? Und neben den Protesten und auf die Straße gehen, gibt es immer etwas, was ich auch in meinem Alltag tun kann. Das heißt, wenn mein Handy aufgeht, dann sehe ich da eine T-Online-Nachricht und die ignoriere ich einfach. Das wäre schon mal eine praktische Sache für den Alltag. Das Zweite: ich gehöre gerade zu 22 Menschen, die sich trauen, in Neumünster während der Kommunalwahlen eine Wählergemeinschaft gegründet zu haben, Anfang Februar. Und wir haben uns nicht ein Einzelinterview der örtlichen Presse gestellt, weil das praktisch so eine Homestory war, wo ich gesagt habe, nö, mache ich nicht mit, möchte ich nicht. Ja? Ich glaube, es gibt so ein paar Schritte, die man selber machen kann, ohne dass ich schon immer auf das Große schaue. Das Große ist sicherlich wichtig, wo ich mich beteiligen kann, aber ich kann etwas vor Ort auch machen. Und das heißt, die Presse dort manchmal auch ignorieren, weil mir die Art und Weise nicht gefällt. Ja? Und dazu muss ich aber auch selber ein Standing haben und Mut haben zu sagen, nö, die haben eine Auflage von vielleicht, lass es meinetwegen 8000 sein. Na ja gut, dann haben mich jetzt die 8000 halt nicht gesehen. Ja, bitte. Und dazu möchte ich auch ermuntern, da nochmal drüber nachzudenken. Im Übrigen, nach wie vor, wie dein Buch bekannt wird, ist das Buch von Günter Wallraff, glaube ich, immer noch populär. Man kann es immer noch lesen. Ja. Ich glaube von unten, wenn ich mich recht erinnere. Ganz unten. Ganz unten.
Da ich hinten drauf, das war ja keine Frage. Ja, mich interessiert, wer gehört eigentlich T-Online und was sind das für Leute und so weiter? Mhm. Und was kann man dagegen machen? Und gibt es irgendeine Möglichkeit oder wäre es sinnvoll, die Rundfunkgebühren nicht mehr zu bezahlen? Solange noch am Schreiben ist, will ich die Gelegenheit nutzen, weil der eine oder andere vielleicht schon auf die Uhr geschaut hat und gegangen ist, bevor Sie gehen. Der kleine Hinweis, für einen Unkostenbeitrag wären wir dankbar, wenn Sie hier vorne am Büchertisch vorbeigehen. Wie gesagt, Patrick Babs erweitertes Buch zu Barschel und Olof Palme und das ist sein Recherchierenbuch. Das andere wird es erst im September geben. Also, kleine Bitte. Okay, ich knüpfe gerade nochmal an Ulrike an, als ich Recherchieren gemacht habe. Das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Methodologie des kritischen Denkens, sonst ist ja gar nichts. Und das fanden sie überhaupt nicht gut, die lieben Kollegen. Das fanden sie super scheiße. Da gab es auch gleich einen Shitstorm, weil da nämlich das drinsteht, was sie nicht machen, aber tun sollten. Fanden die nicht gut. Und T-Online gehört einer Werbeagentur, Ströer. Und so eine Werbeagentur muss natürlich Umsatz generieren. Und das wirkt sich unmittelbar aus, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, eine Informationsgebung zu ermöglichen. Es geht darum, ein Ressentiment zu wecken und zu kultivieren und zu verstärken, um mit diesem Ressentiment Klickzahlen zu generieren und damit Werbekunden und Werbeerlöse heranzuziehen. Und da kann man nur sagen, wir sind im postfaktischen Zeitalter angekommen. Es geht nicht mehr um Informationen. Es geht darum, Emotionen zu schüren, sodass man auf dieser Welle surfen kann. Und was die Rundfunkgebühren betrifft, ich darf Ihnen da gar keine offizielle Antwort geben, weil ich ja durch den Arbeitsvertrag Loyalitätsverpflichtungen habe. Muss ja pro domo sprechen. Und man kann, wenn also Zapp so eine Filme über mich macht und man weiß, auf höhere Weisung ist das geschehen, kann man auch als überzeugter Öffentlich-Rechtlicher ein gewisses Verständnis dafür entwickeln, wenn die Forderung auftaucht, dass man den Laden mal boykottiert. Aber kein Verständnis dafür, wenn sich Kai Gnifke, der SWR-Intendant, hinstellt und mit seinen 340.000 Euro im Jahr sagt, er müsse ja so viel verdienen, weil er sei verantwortlich für alle Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das finde ich, ist zumindest ein originelles Argument. Da finde ich meinen alten Intendanten Jobst Ploog origineller, der mich 1999 angestellt hat beim NDR. Auch ihm fühle ich mich bis heute noch verpflichtet und er hat wegen solcher Machenschaften nahegelegt, dass die NDR-Führung kollektiv zurücktreten solle. Und ich bin da ganz loyal. Freiheit ist deine Freiheit. Und da denkt jemand, nee, Meinungsfreiheit ist meine Freiheit. Aber was ich fragen wollte, ich habe das Gefühl, dass diese Veranstaltungen, die man zum Beispiel mit Frau Büro gemacht hat oder auch jetzt mit Ihnen, eigentlich eine ganz andere Funktion haben oder eine andere Funktion, dass man die Meinung dieser Leute hören will, sondern man möchte, dass sie diesen Fauxpas begehen im Sinne der herrschende Narrative und dann richtet man sie hin als Beispiel für wie es den Worten geht, die eine Gegenrede hat. Ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Sonst wusste ich da nicht, warum man gerade sie jetzt ausgesucht hat, weil sie recherchieren in der Ukraine und in Russland und wahrscheinlich hätten nur ganz wenige Leute davon jemals erfahren, wenn man jetzt das nicht so gemacht hätte. Genau. Also ich kann dem nur zustimmen. Ich habe dazu nichts zu sagen. Genau so, wie Sie das darstellen. Maoistischer Spruch, glaube ich. Ja?
Strafe einen, erziehe 100. Erschieße einen, erziehe 100. Ich war noch nicht geschieden. Also wir haben noch Zeit, nur Mut. Alle guten Etwas zu essen haben wir hier beide. Ja, ich gehe mal ein bisschen über die Grenzen. Vieles Böse kommt ja aus Amerika und Amerika ist ja groß. Haben Sie da Journalistenfreunde, die Sie kennen? Und wie ist die Stimmung in Amerika? Also es gibt ja, ja, was denken die über den Krieg in Ukraine? Und da gibt es sicherlich auch eine Übersterblichkeit wegen der Impfung. Wie ist da die Stimmung der Bevölkerung? Können Sie was dazu sagen? Mhm. Also ich habe eine Freundin in Amerika, ich habe ja auch mit Robert dieses Buch geschrieben und wir haben überwiegend natürlich auch in den USA gearbeitet, an seinem Wohnsitz, waren auch in Washington gewesen, Leute getroffen. Ich kenne auch in den Vereinigten Staaten natürlich auch Reporter, die im Krieg waren. Kenneth Timmerman, der in Washington wohnt, im Libanon-Krieg war. Ich kenne über Robert auch Seymour Hersh persönlich und habe ihn neulich interviewt. Und das Erste, was ich sagen muss, ist, die Diskussionsatmosphäre in den Vereinigten Staaten ist wesentlich offener als hier. Das First Amendment wirkt sehr stark, also jeder soll seine Meinung sagen können. Und Deutschland ist das Land, in dem am stärksten dissidente Meinungen niedergeprügelt werden. Ja, Das ist nicht in England so, das ist nicht in Skandinavien so, die Tendenzen gibt's, das ist nicht in Frankreich so. Hier ist es am schlimmsten. Und die Öffentlichkeit hier ist am schlechtesten informiert. Das muss man wirklich sagen. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Also, wenn Sie mal amerikanische Zeitschriften wie Foreign Affairs, Responsible Statecraft, The Atlantic und all diesen Kram da lesen, The Nation, da wird viel offener diskutiert, auch über ein mögliches Kriegsende. Das ist nur Englisch. Man hat auch da diese Tendenzen, dass die Regierung da einwirkt, aber schafft sie nicht. Tucker Carlson, haben Sie ja auch erlebt bei Fox, dass man ihn rausgeworfen hat, weil er ihnen zu kritisch geworden ist. Diese Tendenzen gibt es auch, ja, aber noch immer wird in den USA viel offener diskutiert. Der zweite Punkt ist, die Stimmung in der Bevölkerung ist extrem gespalten und ganz stark gegen die Demokraten gerichtet. Und das deswegen, weil die Demokraten eben zugesehen haben, wie der Rostgürtel oben an den großen Seen verarmt. Also die eigene Politik holt sie ein, das, was Clinton gemacht hat und so, das lastet denen an. Das ist eine ganz schwierige Situation. Dass dann sozusagen die abhängig Beschäftigten oder die Handwerker, Autoschlosser von nebenan und so, die ich über Robert auch kenne, alle sagen, nö, wir wählen Trump. Mit den anderen, das haben wir ausprobiert. Und das ist eine ganz schlimme Entwicklung. Finde ich nicht gut. Also politisch ist das Land völlig gespalten. Die Leute finde ich im persönlichen Umgang super, kann man sich toll unterhalten. Also super freundlich, hilfsbereit und kameradschaftlich. Und die Presse insgesamt bietet eine wesentlich offenere Diskussion. Auch in Kanada, ich arbeite viel für The Post Hill Magazine, das sind kanadische Christen, bei denen geht alles. Also müssen wir auf die Website gehen, was da alles an Meinungen vertreten wird. Fallen sie tot um. Das ginge hier gar nicht. Würden sie sofort als Verschwörungstheoretiker, Spinner, Schwurbler, der la mer abgegrenzt werden. In Kanada geht das. Konnte ich Ihre Frage beantworten? Es ist keine einheitliche Einschätzung, ich weiß das. Der Untertan ist deutsch. Ja, offensichtlich, ja. Mhm. Ja, nochmal kurz zu der Frage, was tun. Man kann natürlich Leserbriefe schreiben, die auch meist zensiert werden. Ansonsten unbedingt die Alternativen oder wie Paul Schreier sagt, die oppositionellen Medien unterstützen. Finanziell auch, aber nicht nur die Nachdenkseiten, das ist natürlich eigentlich das Beste, was es gibt, aber Multipolar, Apollon und so weiter, Anti-Spiegel, es gibt inzwischen Dutzende, den die meisten Leute noch nicht kennen. Also einmal das und nochmal kurz zum Zahlungsboykott oder also es gibt die Informationen dazu bei Leuchtturm ARD. Ich mache das seit einem Jahr, dass ich nicht mehr zahle oder unregelmäßig zahle. Man muss einen Widerspruch einlegen, den begründen
Und dann gibt es tatsächlich die Antworten auch, gehen auch zum Teil auf das ein. Zuletzt haben sie mir empfohlen, ich möge doch den NDR verklagen. Ja, also nicht, dass sie das Geld eintreiben jetzt, über die Städte machen wir das dann teilweise umgekehrt. Also das ruht jetzt noch und man geht ein bisschen hin und her. Also man kann was machen, zumindest ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Mhm. Mhm. Von einem der Menschen, die die Demo oder das Konzept der Demo 75 Jahre Nürnberger Kodex mitentwickelt haben, habe ich erfahren, dass es beim Bundesinnenministerium ein Lagezentrum geben soll. Dieses Lagezentrum gibt aus, was so mehr oder minder die Nachrichten des Tages sind. Also zum Beispiel, dass Frau von der Leyen aktuell tatsächlich in der EU vor den Kadi kommen soll, das ist kein Thema. Das wäre ja vielleicht was für die alternativen Medien. Also wir haben kein Propagandaministerium, jedenfalls offiziell nicht, aber so ich das verstanden habe, im Bundesinnenministerium ein Lagezentrum, das die Parolen oder die wichtigen Nachrichtenthemen des Tages ausgibt. Davon habe ich sonst aber noch nie was gehört. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, das stimmt. Das Lagezentrum macht vor allem eins, es macht für die interne Bearbeitung, werden diese Meldungen ausgewertet. Soweit nach meiner Kenntnis, aber ich bin ja selbst unter Beobachtung, das habe ich ja vorhin erzählt. Und das unternehmen natürlich dann die vom Bund geförderten, von der Bundesregierung geförderten Vorfeldorganisationen wie Zentrum Liberale Moderne und so. Und wenn den Nachdenkseiten die Gemeinnützigkeit entzogen wird, das fällt doch nicht einem Finanzbeamten in Landau ein. Das doch nicht. Das kommt aus dem Bundesfinanzministerium. Das ist doch völlig klar. Da wird Druck aufgebaut. Und wenn RT, muss man ja sagen, wegzensiert wird, so als ob ich eine Gouvernante bräuchte, wenn ich Nachrichten gucke, ja? Also das weiß ich schon zu unterscheiden, dass das aus Moskau kommt, dass man auch überlegt, welche Interessen die haben. Das ist doch völlig klar. Da sieht man, wie sozusagen Propagandafilter eingebaut werden. Und natürlich alle sozialen Plattformen, soziale Medien, Internetplattformen, Upload-Filtern, dass es nur so kracht. Natürlich machen die das. Und das ist ein vielschichtiges System von verdeckter Zensur. Und wenn sie es ansprechen, oh, das ist auch ganz böse. Also ich würde das noch ergänzen, das ist nicht nur ein Ministerium. Da gibt es eine Reihe von Mechanismen. Ich wollte mal fragen, wieso sendet eigentlich die Deutsche Welle deutschsprachiges Programm und wieso gibt es da deutsche Texte zu lesen? Weil die Deutsche Welle ist ja auch deutscher Staatsfunk sozusagen und darf ja eigentlich nicht für die deutsche Bevölkerung da sein. Österreicher Das ist eine gute Frage. Ja, aber ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich habe zwar mal Praktikanten an die Welle vermittelt über die HMKW, aber ich kenne die internen Mechanismen nicht, war nie da beschäftigt und kenne auch keine Kolleginnen und Kollegen, die da beschäftigt sind. Ich vermute historisch, dass die Deutsche Welle auch eine gewisse Funktion hatte bei der Beeinflussung der früheren osteuropäischen Staaten, als der eiserne Vorhang noch stand, dass es daher rührt. Und natürlich für die ganzen Auslandsdeutschen. Ja, aber das Interessante ist, wenn ich das da einhaken darf, es gibt ja Fernsehurteile des Bundesverfassungsgerichts, in dem ausdrücklich steht, dass Staatsferne sein muss. Und dass eben es kein Staatssender geben darf. Fürs Ausland ist das ausdrücklich ausgenommen. Die Deutsche Welle mit dem deutschsprachigen Programm ist mir eigentlich auch ein Dorn im Auge, weil sie auch in deutsche Kabelsysteme eingespeist wird und eben nicht nur Österreich und die Schweiz oder für die Auslandsdeutschen sendet, sondern bewusst auch hier für das deutsche Publikum. Aber das wäre mal was für Dirk Pohlmann oder so, für den Juristen und Presserechner. Okay, weitere Fragen? Ich sehe gerade keine mehr. Dann hätte ich eine Zwischenfrage noch. Du warst ja
nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland. Und wir hatten als Nachdenkseitengesprächskreis in der Corona-Zeit auch mal eine Videokonferenz mit einem Nachdenkseitenfreund aus Berlin, der allerdings in Russland verheiratet ist und der in Wolgograd lebt. Und er hat uns herzzerreißend berichtet, wie versöhnlich ältere Russen, die noch wirklich leidvolle Erfahrungen an den an die kriegerischen Auseinandersetzungen und den Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion haben. Und meine Frage geht dahin, wie groß ist der Schaden, der zurzeit entsteht, weil man ja die Sorge haben muss, dass alle westlichen Bande, die von Russland ja nicht nur nach Hessen, wo ich herkomme, sondern auch nach Schleswig-Holstein historische Bande haben, dass all diese historischen Bande Russlands nach Westeuropa, es gehört oder nach Westeuropa, ist insofern falsch, weil selber ja ist im engeren Sinne nicht Westeuropa, aber zum europäischen Teil gehört und eben gute Verbindung nach Westeuropa hat. Welchen Schaden nimmt das, wenn sich Russland jetzt quasi so fundamental hintergangen fühlt? Ist das eine Sache, die man schnell wird kicken können? Oder hat das historische Dimension? Das wäre dramatisch, weil dann der feuchte Traum der US-Amerikaner, nämlich Deutschland und Russland dauerhaft zu trennen, wohl ja auch wahr werden würde. Ja, beantworte ich gerne. Wenn Sie heute nach Russland reisen oder in Donbass, dann müssen Sie das tun, was ich früher in der Zeit der Instabilität gemacht habe. Sie packen sich $5,000 in Bauchgurt und zahlen alles bar. Denn Sie können Ihre Kreditkarte nicht mehr benutzen. Können kein Hotel mehr bezahlen. Und allein dieser Hebel reicht aus, persönliche Kontakte so zu erschweren, dass sie kaum noch stattfinden. Also ich kann nicht einfach zu meinem Kollegen Alexander Tschichnok nach St. Petersburg fliegen, der sitzt auch im Ruhestand und so, ne? Hat so eine Datscha, könnte man schön im August mal da sitzen, grillen. Geht einfach nicht mehr. Es wird unglaublich schwer, auch finanziell schwierig, das zu organisieren. Sie werden an der Grenze auch angefeindet, wenn Sie im Auto hinfahren, also bis Kaliningrad und dann weiterfliegen oder so. Die Verkehre sind auch teilweise eingestellt. Also extrem schwer. Und das Ziel der Bundesregierung ist, diese persönlichen und kulturellen Verbindungen zu kappen. Und zwar aus Hörigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten. Das finde ich, ist eine Schweinerei, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Das geht eigentlich nicht. Weil dadurch das zerstört wird, was du gesagt hast, die Russen sind sehr versöhnlich. Und das habe ich auch wieder erlebt. Wir waren in Rostov auf einem armenischen Markt und wollten was essen. Sahen da so einen Grill, der von einem armenischen Ehepaar betrieben wurde. Und wir gehen da rein und so einen Spieß bestellt. Und dann kommt die Frau hinterm Tresen vor und sagt, sagen Sie, denken die Deutschen wirklich so schlecht von uns, wie ihre Außenministerin daherredet? Da muss man sich schämen für eine, die nicht mal das sauber vorgelesen bekommt, was man ihr in Washington aufschreibt. Und jetzt kommt die Beantwortung der Frage. Dies hat eine historische Dimension. Eine Russin, die für die Moskauer Handelskammer arbeitet, sagte mir, jetzt wird all das zurückgedreht, was seit Zar Peter dem I. aufgebaut wurde. Wir werden jetzt 300 Jahre zurückdrehen. Und das ist die Dimension. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Und das bedeutet für Europa natürlich eine Katastrophe. Europa ist der eigentliche Verlierer. Richard Sakwa hat 2016 schon geschrieben in seinem Buch Frontline Ukraine, der Konflikt in der Ukraine, das ist der Selbstmord Europas. Und genau da sind wir angekommen. Nicht der Selbstmord Russlands, die werden das durchstehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil die Chinesen ein nördliches Rohstofflager brauchen und weil die Chinesen nicht zulassen, dass ein USA-beeinflusster Staat in ihrem Norden liegt. Das heißt, die werden die Russen in jedem Falle stützen. Das war der Grund für den Koreakrieg. Die wollen die Amerikaner nicht vor ihrer Haustür haben. Und diese Achse wird ausgeweitet, sie wird gestärkt,
Die Chinesen bekommen zunehmend die russischen Ressourcen, auch die Inder. Umgekehrt bekommen die Russen die Halbleiter aus China oder was sie sonst so brauchen. Und diese Achse funktioniert, weil sie sich auf ein breites Staatennetzwerk mit 3/4 der Bevölkerung stützen kann. Das sind nämlich jene Nationen, die bei den Sanktionen des sogenannten kollektiven Westens nicht mitmachen. Es sind nur 36 Staaten. Mehr sind es doch nicht von 180 oder 184. Mehr sind es nicht. Alle in Afrika sagen, Europa, die haben wir lang genug erlebt. Die kennen wir. Und was da jetzt mit Russland stattfindet, das bedeutet ja, da werden Sanktionen aufgelegt. Da zeigt man sich insgesamt, was die NATO-Osteuro-Erweiterung betraf, als wenig vertragstreu. Und das merkt man sich in Südamerika, in Asien, in Indonesien, in Afrika. Und die sagen dann, wie stellt ihr euch das denn vor? Heute sind die Russen dran und morgen wir, oder was? Und deswegen werden die alle zusammenhalten. Und da kann Baerbock auf Tournee gehen und Scholz kann hinterherfahren oder umgekehrt. Die laufen alle ab. Aus diesem Grund. Die BRICS wollen das nicht. Und die BRICS haben auch, die Chinesen haben auch eigene Handelsbanken gegründet, das Shanghaier Abkommen gegründet. Und hier werden Alternativen zur Dollarwirtschaft geschaffen. Das wird sich auch mehr und mehr durchsetzen. Deswegen versuchen die Amerikaner stärkste Militärmacht mit inzwischen 880 Milliarden Dollar Militärausgaben in einem Jahr und weltweit 800 Stützpunkten, wer hat das sonst, versuchen das Problem mit China militärisch zu lösen. Und das wird auch in einen Krieg führen. Und unsere hirnlosen Politiker tun alles, dass wir in diesen Krieg hineinverwickelt werden. Und das, was die Deutschen im Boxeraufstand gemacht haben, das haben die Chinesen nicht vergessen. Das ist hier im Unterschied zu uns Teil der Schulausbildung, was da geschehen ist. Das wollen die nicht. Also hier sind Prozesse eingeleitet, die nicht mehr so einfach umgedreht werden können. Auch nicht in einer neuen Regierung. Diese Bundesregierung hat es geschafft, innerhalb von 1,5 Jahren Dinge zu zerschlagen, die 2-3 Generationen vorher aufgebaut haben, in meinen Augen. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Ja, ich stehe mal auf, ich bin die Oma Ilona von der Hamburger Mahnwache. Ich stehe seit 2014 bei den Hamburger Mahnwachen vorne und habe da, weiß ich, wie viele Beiträge gemacht. Also von Hamburg aus muss meiner Ansicht nach Frieden gehen. Das steht in der Hamburger Verfassung, in der Präambel. Die freie und Hansestadt Hamburg hat aufgrund ihrer Lage und historischen Bedeutung eine besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen. Sie will im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Völkern und Erdteilen der Welt sein. Und dass sie das sein kann, das steht außer Frage. Wir haben Herrn Peter Tschentscher, Major of Peace, ja, einer von diesen Bürgermeistern für den Frieden. Und wir haben momentan eine kleine neue Mahnwache laufen. Fridays for Global Peace. Die stehen jetzt wahrscheinlich noch am Rathaus. Die machen immer so 21 Uhr oder was, machen die Schluss. Und das ist für mich eine Chance, dass ich so ähnlich wie die Montagsmahnwache dort schon wieder ein bisschen versuche, ein bisschen was reinzubringen. Denn man muss einfach was machen. Ich kann mir das nicht mehr mit angucken. Mir wird da übel. Die Hamburger, die haben 9 Partnerstädte. Es gibt eine Passage der Städtepartnerschaft, da kann man von der U1, Jungfernstieg, zur U3, Rathausmarkt laufen. Da sind normalerweise von den 9 Partnerstädten die Fotos in schönen großen Glaskästen drin. Wenn man jetzt da durchläuft, findet man nur noch 7 Partnerstädte. 2 davon wurden in vorauseilendem Gehorsam, da wurde dann eine Werbetafel reingemacht. 3-mal dürft ihr raten, welche das waren. St. Petersburg ist die älteste Partnerstadt von Hamburg seit 1957. Ich bin da geboren. Und die 2. war Shanghai. Die sind beide raus. Und das ist für mich, ich hab mich da schon beschwert. Es gibt ja Menschen, die kriegen ja Geld dafür, dass sie diese Städtepartnerschaft mit Leben erfüllen. Von denen merkt man aber nichts.
Ja, und es gibt dann auch so einen Abteilungsleiter, der für alle Partnerstädte zuständig ist. Mit dem habe ich schon gesprochen. Der heißt Matthias Herrlich. Dem habe ich meinen Besuch schon angekündigt. Ich mache das aber ein bisschen geschickt. Ich habe vor, während dieser Mahnwache am Freitag einen offenen Brief auszulegen an unseren Mayor for Peace, Bürgermeister Peter Tschentscher. Herr Peter Tschentscher, wir ermutigen Sie im Sinne der Hamburger Präambel der Verfassung tätig zu werden und in der Tradition mit Helmut Schmidt lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen. Und diesen will ich als offenen Brief praktisch dann dort auslegen. Irgendwas muss ich einfach machen. Ich kann mir das nicht mehr mit angucken. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Man kann ja mit den Vitrinen anfangen. Ja, wenn man, wenn man sowas macht, wie es die Hamburger machen und wie es ja auch die Universität Kiel macht, dann lässt man natürlich auch jene Selbstdenker in Russland und in der Ukraine im Stich, die auch anecken und die den Kontakt zu uns bräuchten. Nicht nur als Ermutigung, sondern auch zum Teil wirtschaftlich oder als persönliche Unterstützung. Und die lässt man dann auch hängen. Und gerade was St. Petersburg betrifft, finde ich das besonders schade. Der Karl Schlögel, der inzwischen ja ganz nach rechts abgerutscht ist, hat mal ein Buch geschrieben, war seine Habilschrift, St. Petersburg, ein Laboratorium der Moderne. Und das ist auch so. Das war eine Stadt, in der sich zwischen 1905 und 1925 die kulturellen Trends, wirtschaftlichen Trends der Moderne gekreuzt haben. Mehr als in Berlin oder in Paris. Man weiß das nur nicht. Das ist alles verschüttet, was da geschehen ist. Alles verschüttet. Und das ist natürlich das Ergebnis von Politik, dass es verschüttet ist. Das ist das Problem. Und wir haben halt in Hamburg jetzt nicht nur den Tschentscher, wir haben auch den Scholz und den Olearius. So, und wenn der Scholz etwas betripst guckt in Washington, wenn Biden ihm erklärt, dass er die Pipelines da beseitigen wird und sich nicht wehrt, hat das vielleicht mit Olearius auch zu tun. Warum mit Olearius? Man hat ihm vielleicht die Abhörprotokolle unter die Nase gehalten und gesagt, willst du zurücktreten morgen oder machst du mit? So stelle ich mir das vor. Ich habe den Eindruck, dass keine Fragen mehr kommen. Aus diesem... Das ist ganz super, weil wenn sowas passiert, haben sie keine Freunde mehr. Und auch ernsthaft. Und auch die Leute, ja, die, mit denen sie gut zusammengearbeitet haben, mit denen sie per Du sind, die gucken also, dass man sich in der Stadt nicht begegnet. Und, ja, und normalerweise, also meine Reaktion wäre mal zum Telefonhörer zu greifen, sagen, was ist denn los überhaupt? Was machst denn du da? Wie geht's denn dir? Kann ich da irgendwo ein Wort für dich einlegen? Nein, null, gar nichts. Und im NDR sagen sie, der Beamte. Der Beamte ist irgendwo falsch abgebogen. Der hat inzwischen ein Schräubchen locker. Das sagen sie. Das ist, hat natürlich auch was mit Selbstschutz zu tun. Ja? Also die Angepassten neiden den Unangepassten ihre Unangepasstheit. Das ist es doch. Das ist es doch. Ich glaube, das war insofern ein schöner Bogen zu dem, was mit dem ich begann, mit den Bildern aus Frankreich und den knüppelnden Polizisten. Wenn das System oder wenn die Herrschenden nicht mehr weiter wissen, dann greifen sie zu solchen immer härteren und schärferen Mitteln. Und die Tatsache, dass sie jetzt im Prinzip die Kritiker oder dich als Kritiker psychiatrisieren und quasi da abschieben, zeigt, dass sie keine Argumente mehr haben. Das ist ein Stück Optimismus daraus, den man ziehen muss. Man muss sie interpretieren lernen. Sie pfeifen vielfach auf dem letzten Loch. Ja, ich möchte mich bei dir, und der Applaus war ja schon sehr eindrücklich, ich möchte mich bei dir, Patrick, bedanken. Üblicherweise, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, das müssen wir beim Italiener jetzt machen, hat man ja eine Flasche Wein oder sowas dabei. Aber ich habe hier so einen kleinen Briefbeschwerer für deinen Schreibtisch.
Da kannst du auch Bilder deiner Freunde und Freundinnen und wie auch immer, wen auch immer du magst, oder Symbole reinkleben. Wir haben reingeklebt ein Symbol des Nachdenkseitengesprächskreises mit dem kleinen Text: Lieber Patrick, mit bestem Dank für deinen Vortrag im Propagandakrieg, Erfahrungen eines Kriegsreporters mit deutschen Medien und Universitäten und deine Debattenteilnahme am Freitag, den 12.05.2023 im Rudolf-Steiner-Haus in Hamburg. Deine Hamburger NDS-Freunde. Ganz lieben Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind, dass Sie so aufmerksam zugehört haben, wie ein Kaufmann das machen soll, der sagt, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie es mir. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Und da drüben gibt es noch einen Büchertisch und die Spendenbox. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen guten Nachhauseweg.